Ja, guten Abend und herzlich willkommen zum digitalen Salon. Heute zu dem aufsehenerregenden Titel Make Fakten Relevant Again. Veranstaltet vom HIG hier, das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und im Deutschlandradio Wissen. Ich bin Christian Katzenbach, Senior Researcher hier am Institut. Ich befasse mich mit Themen von Online-Kommunikation, Regulierung, Technik. Und aus dem Grund ist natürlich Fake News ein hochinteressantes Thema. Und ich sehe, es interessiert nicht nur mich, sondern auch noch viele, viele, viele andere Leute. Und es ist schön zu sehen, dass hier so viele gekommen sind. Heute also Fake News und Trump. Ich habe mir überlegt, ich sage am Anfang dreimal Trump. Dann brauchen wir es vielleicht heute Abend sonst nicht mehr ganz so oft zu sagen. Aber die Aufregung war groß. Nach Trumps Wahl schienen aus mazedonischen, nicht böhmischen, sondern mazedonischen Dörfern gelenkt, fabrizierte Nachrichten die Wahl entschieden zu haben. Auch bei Trumps Inauguration war die Aufregung erneut groß. Wieder waren Fake News oder Fake Facts, was auch immer, der Anstoß. Es ging um Zuschauerzahlen, wie viele Leute da waren, ja oder nein. Und am Ende dieser Diskussion sagte dann Sean Spicer, der White House-Sprecher, sometimes we can disagree with the facts. Als Resümee der Haltung des Weißen Hauses. Die Frage also, was nun, wie umgehen mit Fake News, hatte zumindest das Weiße Haus für sich beantwortet, sehr klar. Trump sagte irgendwann auch oder tweetete irgendwann, any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people. People want border security and extreme security checks. Egal, was die Umfragen sagen. Fake news. Also, Fake news, ein großes Thema geworden. Wort des Jahres war postfaktisch. Fake news war der Anglizismus des Jahres in Deutschland. Da muss man sich natürlich fragen, ist es wirklich so relevant oder müssen wir News relevant again machen heute Abend? Für mich als Kommunikationswissenschaftler hatte ich sowieso bei diesem Fake News Thema mindestens dreierlei im Kopf hin und her gedreht. Zum einen, sind Medien eigentlich wirklich so wirkungsvoll? Wir haben doch eigentlich in 30, 40, 60 Jahren Medienwirkungsforschung gelernt, dass Medien vielleicht, zumindest die Medieninhalte, gar nicht so eine starke Wirkung haben. In einer Stanford-Studie nach der Wahl hat ein Forscher festgestellt, dass die Fake-News-Nachrichten 36 Mal effektiver sein müssten als ein TV-Werbespot, um wirklich einen Effekt auf die Wahl gehabt zu haben. Also ein großes Fragezeichen. Zum anderen, eine andere Sache, die mich irgendwie irritiert bei dieser ganzen Geschichte ist, in der Sozialwissenschaft ist eine Sichtweise dominant oder in der Kommunikationswissenschaft zumindest, die gewissermaßen die Aufgabe der Medien in einem 1:1-Abbild der Wirklichkeit sehr stark in Frage stellt. Das war so eine Art kopernikanische Wende, wie es ein Forscher mal festgestellt hat. Wir können nicht immer die Medien darauf prüfen, dass sie genau das Richtige sagen, die Wahrheit über die Welt, weil die spezifischen Konstruktionsbedingungen der Medien und sowieso die Blicke auf Welt immer sehr unterschiedlich sein können. Und was hat das jetzt mit Fake News zu tun? Richtig und falsch als quasi binäre Einschätzung? Gibt es vielleicht richtiger und falscher? Und ist eigentlich das, was die Bild-Zeitung schon immer macht, vielleicht auch Fake News? Oder wo ist da die Grenze? Und der dritte Punkt, der mich an dieser Debatte interessiert, ist die Rolle der Plattform in dieser ganzen Debatte. Also welche Verantwortung haben die? Welche Rolle haben die in dieser Frage? Die bewegen sich ohnehin ja in einem großen Widerspruch die ganze Zeit schon, auch in dieser hochgekommenen Debatte um Hate Speech zum Beispiel. Einerseits sagen wir, die Plattformen müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und da irgendwie agieren. Andererseits kritisieren wir sie für ihre Macht, die sie haben. Wir kritisieren sie dafür, dass sie irgendwas löschen. Manchmal kritisieren wir sie aber auch dafür, dass sie nichts löschen. Zum Beispiel im Kontext von Hate Speech. Aber was sollen sie löschen und warum und unter welchen Kriterien sollen sie das tun? Und sind sie überhaupt berechtigt, eigene Kriterien dafür zu entwickeln? Und ist nicht dafür das Recht da und das öffentliche Recht dafür da? Das sind also Themen, die sich in meinem Kopf herumdrehen und die vielleicht zeigen, dass diese Fake News Frage nicht ganz so einfach ist. Und auch wo die Bösen und wo die Guten sind, wir hatten es eben im Vorgespräch schon, vielleicht auch nicht ganz so einfach sind. Ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist der, dass in vielen Diskussionen auch auf technische Lösungen eingegangen wird. Also finden wir vielleicht eine technische Lösung für dieses Problem? Kann man nicht Fake News einfach rausfiltern? Es gibt eine lange Tradition der philosophischen und auch der Informatiker, die diese so eine Art von Lösung bevorzugen, eine Art Technological Fix.
Schon Leibniz wollte gern Wahrheit auf Richtigkeit zurückführen und gewissermaßen rechnen lassen, was Wahrheit ist. Und kam aber schließlich zu dem Schluss, das funktioniert nicht. Technische Lösungen also, hätte schon Leibniz gesagt, wohl kaum. Aber was dann? Wie gehen wir mit diesem Problem um? Oder haben wir überhaupt ein Problem? Ich bin gespannt auf die Diskussion heute Abend. Vielen Dank für die vielen Fragen. Und ich stelle euch gleich die mit den Antworten vor. Erstmal, wow, ihr seid viele, mindestens so viele wie bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten. So viele, dass wir sogar nach nebenan in noch einen Saal streamen müssen. Also wer hier dann irgendwann kurz vor der Ohnmacht steht wegen Sauerstoffmangels, kann sich nach nebenan begeben und da in kleinerer Runde uns sehen. Wir werden gestreamt auf hig.de. Eigentlich würde es sich gehören, ich stelle mich vielleicht erstmal vor. Ich bin Katja Weber von D-Radio Wissen. Das wird nämlich nach der Veranstaltung, die es heute Abend ist, und dem Stream, der es heute Abend auch ist, eine Radiosendung, läuft dann als Hörsaal auf D-Radio Wissen. Ich sage am Ende nochmal, wann das der Fall sein wird. Hallo ins Internet, wer uns da zuguckt, kann über Twitter reinwerfen, was ihn oder sie bedrückt oder was da noch an Fragen offen ist, unter Hashtag Dicksaal. Ja, dann fangen wir mal vorne an. Hätte ja alles so schön sein können mit dem Internet, was Frieden stiftet, Austausch, Gerechtigkeit und uns alle der guten Welt näher bringt. Ja, jetzt klappt das leider nicht. Stattdessen müssen wir uns mit solchen Vokabeln rumschlagen, wie eben gehört, postfaktisch und alternativen Fakten, wo ich mich immer frage, was ist da der Erkenntnisgewinn? Bin noch nicht richtig dahinter gestiegen. Wir lesen im Netz, dass Papst Franziskus Donald Trump, ich sag's jetzt doch, unterstützt, Hillary Clinton von der Washingtoner Pizzeria aus dem Kinderhändlerring steuert. Weihnachtsmärkte dürfen wir wegen gebotener Rücksicht auf die Muslime nur noch Wintermärkte nennen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung will, dass alle Frauen in Deutschland Burka tragen, hält sich keine dran. Und dann auch noch das, was letzte Nacht in Schweden passiert ist. Also das sind so die Sachen, die wir in sehr enger Taktung mit ganz, ganz viel dazwischen noch so wahrnehmen. Ja, was tun? Ein paar Ideen aus den verschiedenen Wissenschaften haben wir ja gerade schon gehört. Das wollen wir diskutieren. Und zwar mit Ralf Beste. Er hat Geschichte studiert, war lange Zeit Parlamentskorrespondent bei Spiegel und Berliner Zeitung und hat dann die Seiten gewechselt, also kann aus zwei Welten berichten, ist seit 2014 im Auswärtigen Amt, aktuell als Leiter des Planungsstabes. Was ich hier so weitererzähle, während ich es aufschrieb, fragte ich mich, was plant man denn in diesem Stab? Worum geht's? Was macht der Planungsstab? Alle Formen von Außenpolitik, alles, was nicht vorhersehbar ist, zu versuchen zu verstehen. Aber wir planen, wie man sieht, nicht mit großem Effekt, was die Weltlage angeht. Das heißt, wenn die Morgenlage stattgefunden hat, dann wird gefragt, Ralf, was haben wir denn da an Konzepten in der Schublade? Dann sagen wir planen etwas längerfristig, um uns dieser Frage zu entziehen. Okay, danke für die ehrliche Antwort. Charlotte Obermeier sitzt neben mir, hat Philosophie und Sozialwissenschaften studiert, dann für die Republika gearbeitet als Programmkuratorin, also ausgewählt, wer da worüber was sagen darf. Du bist Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und arbeitest als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag und, ohne dass wir uns kennen, weiß ich schon, bist ein spontaner Mensch, denn ist heute Nachmittag kurzfristig eingesprungen für Julia Schramm, die vielleicht die einen oder der andere von euch im Netz gelesen haben als Gast heute. Die macht, was viele gerade machen, die liegt krank im Bette und lässt sich entschuldigen. Maria Exner sitzt neben mir, hat Journalismus und Soziologie studiert, dann als Redakteurin und Autorin erstmal so in den Ressorts, verschiedenen Kulturressorts gearbeitet. Mittlerweile bist du stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online. Deswegen gehen wir davon aus, du bist gestellt im Unterscheiden von faktischen und postfaktischen Sachverhalten. Gucken wir gleich. Und neben dir sitzt Christian Volk, Professor für Politik und Recht am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der FU. Von Haus aus bist du Politikwissenschaftler, forschst aber im Querschnitt, also klar, beginnt in der Politikwissenschaft, Wirtschaft, Sozialgeschichte und Recht, was ja nicht ganz unwichtig ist bei dem Thema, das wir heute besprechen. Und neben dir könnte jemand von euch sitzen, abwechselnd oder über längere Zeit. Wer Bock hat, kann da Platz nehmen und sich an der Diskussion beteiligen. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass so viele Leute kommen, die dann nichts sagen wollen. Es wird aber auch niemand gezwungen, sich hier vorne hinzusetzen, also ein Handzeichen
genügt und dann könnt ihr auch aus dem Saal reinrufen, was ihr vermisst oder was es noch zu ergänzen gibt. So, jetzt würde ich gerne von Christian wissen und damit persönlich einsteigen, wenn du im Netz eine Unwahrheit über dich lesen würdest. Ich habe ja gerade ein paar Sachverhalte genannt, kann auch was ganz anderes sein. Also etwas, was du als Verleumdung empfindest. Was würdest du tun? Ja, ich würde mich als erstes aufregen darüber, ärgern. Und ich würde dann versuchen, den Betreiber dieser Website, je nachdem, wo es steht, also ob es im Facebook steht oder dann wird es ja ein bisschen schwieriger, aber den Betreiber der Website versuchen herauszufinden. Und wenn das nicht geht, dann würde ich allen Wahrscheinlichkeit nach einen Rechtsweg einschlagen. Mhm. Also, und wenn das, sagen wir, auf Facebook gestreut wird und du gar nicht weißt, wo du deine Beschwerde hin adressieren sollst? Wer sich das anhört, was dich ärgert? Ja, ich würde versuchen, Facebook möglicherweise zu kontaktieren und dort irgendwie versuchen zu erzwingen, dass diese Nachricht dort verschwindet, was wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich sein wird. Und die Option ignorieren und ausblenden wäre für dich keine. Also du würdest, es kommt darauf an, was da drin steht. Ne? Mhm. Also manchmal stehen dann Sachen drin, die kann man dann auch geflissentlich ignorieren. Es kommt wirklich darauf an. Also wenn ich in meiner persönlichen Integrität angegriffen werde dort, dann ist das mit dem Stehenlassen schon so eine Sache. Ne? Jetzt hat sich eine Parteikollegin von dir, Renate Künast, neulich gewehrt gegen eine erlogene Aussage und hat das tatsächlich mal durchexerziert. Also bei den Leuten, die sie mit Klarnamen gefunden hat, stand sie dann vor der Haustür, Ding Dong. Ich bin Renate Künast, über die ihr dies und das behauptet. Und es ist vielleicht auch nicht unerheblich, wenn man da noch Spiegel Online dabei hat, die einen Film drüber machen. Würdest du sagen, es lohnt sich, diesen Aufwand zu treiben? Also tatsächlich, wenn man den Absender direkt, nicht den Plattformbereitsteller, sondern den Absender aufspüren kann, dann sollte man das tun. Das bringt was? Was heißt, das bringt was? Man kann ja, also mitunter bringt das sicherlich was, eine Person zu konfrontieren. Aber wir können ja nicht alle jeden Troll und jeden Hater, der auf Facebook kommentiert, ausfindig machen und da klingeln. Also grundsätzlich kann und sollte man natürlich Sachen zur Anzeige bringen, die strafrechtlich relevant sind, Volksverhetzung, Beleidigung. Aber viele Sachen sind ja auch nicht strafrechtlich relevant, sondern aber befluten einfach das Netz. Und dagegen jetzt im Einzelnen vorzugehen, individualisiert das Problem ja auch. Und das, glaube ich, sollten wir gerade nicht machen. Also stattdessen? Also wenn wir feststellen, dass wir unglaublich viel Hate Speech haben unter jedem Artikel über Geflüchtete zum Beispiel, dann brauchen wir eine gute Moderation. Also wir brauchen Social Media Teams, die das gut moderieren. Das ist in dem Moment aber nicht die Einzelperson, die zu Hause alleine vom Rechner sitzt, sondern das ist ein professionelles Team von der Tagesschau oder Spiegel Online oder wie auch immer. Aber das jetzt auf den Einzelnen abzuschieben, das kann jemand wie Renate Künast mit Spiegel Online im Rücken mal machen. Mhm. Aber sonst geht das natürlich nicht. Na, dann fragen wir gleich Maria, wie ihr das macht. Also ich habe heute bei euch einfach mal spaßhalber zwei Artikel angeklickt und war überrascht. Der eine war ein Sohn von Helmut Kohl, der in einem Interview mit euch wohl gesagt hat, er gibt Angela Merkel eine Mitschuld am Tod oder am Suizid seiner Mutter, weil die damals bei der Parteispendenaffäre sozusagen die Familie zum Abschuss freigegeben hätte. Darunter gab es einige Kommentare, die ihr wohl löschen musstet. Da steht dann entfernt, bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, entfernt, bitte bemühen Sie sich um eine differenzierte Argumentation. In einem anderen Artikel zum Thema Abschiebung, wo ich das viel mehr vermutet hätte, gab es zwar so eine ja doch heftige Diskussion und auch einen etwas raueren Ton, aber immer eine inhaltliche Auseinandersetzung. Offenbar habt ihr da weniger löschen müssen. Ich hätte auch vermutet, dass die Themen Abschiebung, Flüchtlinge, die sind, wo man gar nicht schnell genug löschen und moderieren kann. Wie verhält sich das bei euch? Vielleicht darf ich, bevor ich auf die Frage antworte, noch kurz was sozusagen zurück zum Eingangsstatement sagen. Ich glaube, wir müssen schon ein bisschen unterscheiden zwischen sozusagen, wo geht es um jemand, der wirklich eine falsche Behauptung, also eine falsche Neuigkeit, eine falsche News in die Welt setzt und was machen wir mit dem und wie gehen wir mit dem Publikum um.
dass das, was du gerade gesagt hast, die dann also unten drunter kommentieren, unter Umständen auch sharen, weiterleiten und die Posts dann verbreiten. Ne? Und wenn es, wenn es um die Absender geht, dann halte ich das für schon absolut geboten, dass da, wo es möglich ist, also wo es möglich ist, einen nicht anonymen Absender zu finden, ob das ein Politiker ist oder eine Privatperson, den auch mit gegebenen Mitteln, wie man es eben kann, rechtlich, auch persönlich, so wie Renate Künast das gemacht hat, den auch durchaus sozusagen anzuklagen und auch öffentlich zu machen, dass das eine Untat ist, ja, also etwas, was gegen unsere gesellschaftlichen Codes auch verstößt, um einfach auch öffentlich zu machen, dass wir das nicht wollen. Das halte ich schon für total wichtig. Um auf die Frage zu antworten, wir haben einfach mit dem Thema Abschiebung, also mit der ganzen Flüchtlingsthematik seit 2015 ja jetzt, schon eine ganze sozusagen Welle von Artikeln hinter uns und mit der Community von Zeit Online intensiv gearbeitet. Also unsere Moderatorenteams sind halt unermüdlich die ganze Zeit daran, mit den Lesern in Kontakt zu sein und ihnen auch zu sagen, so hier ist irgendwie die rote Linie. Ja? Also wenn ihr anfangt, Flüchtlinge als Ratten zu beschimpfen bei uns in den Kommentaren, dann wird dieser Kommentar auf jeden Fall entfernt werden. Mhm. Und ich glaube, so ist der Effekt zu erklären, dass unter einem Artikel, der heute erscheint zum Thema Abschiebung, bei uns zumindest in den Kommentaren relative Ordnung herrscht, was bei vielen anderen Foren, auch von anderen Qualitätszeitungen so nicht gelungen ist, vielleicht in der Vergangenheit. Dann stelle ich mir vor, ich bin die Herausgeberin und ächze natürlich angesichts der Personalkosten und sage, oh, wie viele Social Media Manager wollen die denn noch haben? Wie viele habt ihr? So viele sind es, also keine unüberschaubare Menge. Das ist ein Team von einem guten Dutzend Leute, die zusammenarbeiten in Schichten und sich eben gut selbst organisieren, dabei wirklich eine fast 24-Stunden-Abdeckung sicherzustellen, um zu gucken, was an Kommentaren bei uns reinläuft. Mhm. Wenn du sagst, beim Thema Flüchtlinge, ist das nicht mehr so schlimm und es gibt da tatsächlich ja eine Arbeit und auch einen Lernfortschritt, wenn man es so nennen kann. Gibt es denn andere Themen, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, wo viel mehr los ist, wo ihr jetzt viel genauer hingucken müsst? Wir hatten eigentlich wirklich die meiste Arbeit mit den Themen Ukraine, dann mit dem Thema Flüchtlinge natürlich und und dann auch so eben der ganze Komplex Angela Merkel als Bundeskanzlerin und so weiter. Das waren schon die großen Aufregerthemen. Und dann natürlich der Umgang mit Russland, Sanktionen gegen Russland, das sind so Themen, wo die Wogen hochgehen. Als ich angefangen habe bei Zeit Online, das war vor 6 Jahren, da waren ähnlich hohe Kommentaraufkommen noch zum Thema Veganismus. Wo man auch so ein bisschen selige Zeiten. Wo man daran ablesen kann, wo wir eigentlich so hingekommen sind. Genau. Mhm. Ja. Wenn du sagst, ihr müsst dann markieren, wo die rote Linie ist, um diesen Lernfortschritt und auch diese Kommunikation mit eurer Leserschaft hinzukriegen, wie verständigt ihr euch intern drauf? Denn viele der Sachverhalte, über die wir heute reden, sind ja letztlich Meinungsäußerungen. Die müssen mir nicht schmecken, aber ich muss damit leben, dass unter Umständen auf der Friedrichstraße Leute rumlaufen, die so denken. Ja, nee, also ich würde sagen, das ist bei uns auch gar nicht so strittig, sondern in dem Moment, wo man anfängt zu beleidigen, wirklich persönlich zu beleidigen, ob das der Autor ist oder ein Protagonist, der in der Geschichte vorkommt, oder, ne, was ich gerade gesagt habe, also so diffamierende Begriffe über Bevölkerungsgruppen irgendwie da einzustreuen, zu sagen, Politiker sind alle Vollidioten. Wenn solche Dinge passieren, dann fangen wir an, die Beiträge eben entweder zu kürzen oder ganz offline zu nehmen, solange jemand sagt, ich finde die deutsche Politik aus den und den Gründen vollkommen absurd und wünschte mir, Wladimir Putin würde Deutschland regieren, dann ist das erstmal eine Meinungsäußerung, die so auch stehen bleiben kann. Damit das nicht so paternalistisch klingt, vielleicht ist es das, das kannst du uns ja gleich sagen, habt ihr einen Lernfortschritt auf eurer Seite? Also müsst ihr nur eure Leser erziehen oder verklickern die euch auch mal was euch vorher nicht so klar war? Unbedingt. Also ich würde sagen, wir lernen sehr viel allein durch die Reaktionen der Leser, was sind Themen, die die Leser besonders interessieren? Ne? Das ist allein schon ein extremer Lerneffekt für die Redaktion. Mitunter erscheinen Artikel, wo wir völlig überrascht sind davon, wie hoch das Kommentaraufkommen ist, was für uns halt ein wichtiges Signal ist, zu sagen, aha, das ist offensichtlich ein Thema, über das wir vielleicht im Allgemeinen zu wenig berichten. Ne? Also hoher Debattenbedarf, vielleicht auch hoher Informationsbedarf. Und das sind natürlich Signale, die wir dann wiederum für die Berichterstattung mitnehmen und so auch
im besten Fall in Bereiche vordringen, wo es eben tatsächlich vielleicht ein Vakuum gibt oder wo zu wenig berichtet wird. Jetzt haben wir ja so verschiedene Schubladen schon aufgezogen, die alle so ein bisschen zu unserem Thema gehören, also Trolle, Hate Speech, gefälschte Nachrichten, falsche Nachrichten, um bei den Fake News, die ja eigentlich unsere Oberüberschrift sind, zu bleiben. Ralf, gibt es Fake News, die beispielsweise das Außenministerium schon mal betroffen haben oder in die Irre geführt haben? Und in Klammern, wenn es so wäre, dürftest du sagen. Genau, in die Irre natürlich nie. Aber das hat ja nicht mit Trump angefangen. Also bevor ich in den Planungsstab wieder gewechselt bin, habe ich den Bereich strategische Kommunikation bei uns aufgemacht, der sich viel mit Sachen beschäftigt hat, die genau damit zu tun haben. Also was man landläufig Propaganda nennt oder früher Propaganda nannte. Und zwar auch das, was der IS gemacht hat und was Russland gemacht hat. Also ich meine, das ist übrigens auch eine interessante Geschichte. Fake News können ja auch Fakten werden. Also wenn man über das vorige Jahr redet, wie die deutsch-russischen Beziehungen ausgesehen haben, wird man als ein wichtiges Element eine Fake News-Geschichte haben, nämlich den sogenannten Fall Lisa, an den sich der eine oder andere erinnert vielleicht. Es darum ging, ob ein Mädchen vergewaltigt worden ist, ein russischstämmiges, und sich dann bis zum Außenministerium ganz Russland darüber erregt hat. Hinterher stellte sich raus, das Mädel ist einfach irgendwie mal eine Nacht stiften gegangen. Und ist dann wiedergekommen, und wo eine falsche Geschichte zu einer Belastung der deutsch-russischen Beziehung hochgejazzt wurde. Und das können beispielsweise im Auswärtigen Amt können das alle noch erinnern, weil das auf einmal eine Realität wurde. Das hat sich abgelagert als eine Wirklichkeit, obwohl es eine erfundene Geschichte war. Und damit haben wir natürlich viel zu tun und auch mit der Frage eben, wie geht man mit sowas um? Und wie geht er damit um? Ja, ich empfehle da ja immer eher ein bisschen Langmut. Ich bin ja hier einer der Älteren, deswegen kann ich ja die Geschichten erzählen, wie es früher war. In Bonn. Genau. Nein, aber sagen, das Internet hat natürlich viele Sachen unmittelbarer, direkter, impulsiver gemacht und so. Aber die Geschichten sind ja dabei nicht neu. Es hat sich vielleicht das Aggressionsniveau, die Intensität oder was geäußert. Früher war das in Zeitungsredaktionen, kriegte man dann halt diese Briefe, die eng beschrieben waren, mit Schreibmaschinen, die kaputt waren und alt. Ich habe jetzt die Tage nochmal wieder so eingekriegt, das war wie so eine Erinnerung aus früheren Zeiten. Das sind die Leute, die heute dann eben mal ganz schnell was auf so einer Seite da runterschreiben. Und die Fake News, will ich das auch nochmal erzählen, aber als ich als Volontär in Ruhrnachrichten in Dortmund im Ruhrgebiet angefangen habe, musste ich als junger Mann dann immer die Nachrichten über die Taubenzuchtvereine schreiben, und die Taubenzüchter waren dummerweise immer die mit den polnischen Namen. Die hießen dann Przewalski, Pilatschik, Kwiatkowski und so. Und wenn man dann den Namen falsch geschrieben hat, dann standen die am nächsten Tag in der Redaktion und haben sich beschwert. Aber wenn die das Wort damals gekannt hätten, hätten die gesagt, das ist Fake News, das stimmt nicht. Der Name ist hier falsch. Es ist nicht ein Unterschied, ob es genau, um eine Korrektur geht oder um einen falschen Sachverhalt geht. Wie kannst du das falsch schreiben, war dann der Vorwurf. So, und es wurde Absicht unterstellt bei Sachen, die natürlich nie da war. Das heißt, diese Diskussion darum, was ist Fakt und was ist Absicht und wie wird das gemacht und so weiter, die ist natürlich schon immer ziemlich virulent gewesen. Damit haben sich Medien beschäftigen müssen und Politiker natürlich auch. Und wie schaut dann das Außenministerium beispielsweise auf den Ausgang der US-Wahl und die Einschätzung, inwiefern Fake News und irgendwelche Menschen, die in mazedonischen Städten sitzen und Sachen zusammenschreiben, die den Wahlausgang beeinflusst haben? Ja. Also erstmal glaube ich, wir akzeptieren diesen Wahlausgang, der ist ja so. Und stellt euch nicht die Frage, wie kommt der zustande? Na, durch einen Wahlvorgang. Ja. Mal ganz einfach gesagt. Ich glaube, ehrlich gesagt, würde ich das mal allgemein staatsbürgerlich allen empfehlen, gerade den Leuten, die nicht Trump-Fans sind, von denen ich hier viele vermute, diese Niederlage einfach mal anzunehmen. Der hat gewonnen und seine Gegner haben verloren. Und das ist nicht alles nur Manipulation, weil man verloren hat. Und diese Frage, ob zum Beispiel Informationen über Hillary Clintons E-Mail-Affäre und so weiter, ob die von Russland gesteuert sind, das ist alles wichtig, aber erstmal gab es ja auch diese E-Mail-Affäre. Die ist ja nicht erfunden. Es gibt ja auch wahre Kerne dabei. Also man sollte auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und sagen, alles erstunken und erlogen, alles Fake News und so. Wir können auch gerne nochmal darüber reden, was ist eigentlich falsch und wie gehen die Menschen damit um. Da gab es heute einen sehr interessanten Artikel in der FAZ, ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, was Leute für Fakten und was sie für Meinung halten und auch was zum Beispiel zulässig ist. Als du gerade das erzählt hast, welche Aussagen sind zulässig. Da stand zum Beispiel dran, dass gut 40% der Befragten eigentlich finden, dass so ein Begriff, ich glaube, ob ich es richtig zitiere, Journalisten sind dumm wie Dachpappe, eigentlich völlig zulässig finden.
Der würde bei euch wahrscheinlich eher zensiert werden, könnte ich mir vorstellen, oder sozusagen in dem Vollidiotenregister. Aber sehr viele Menschen finden, kuratiert heißt es heute, ne? Genau. Das ist schon ein wichtiger Unterschied. Also ich glaube, Begriffe sind in dieser ganzen Debatte relativ wichtig tatsächlich. Also wie man Begriffe benutzt und Zensur ist etwas, was von Staatsseite ausgeht und nicht von Medienseite. Wenn wir in unseren Kommentarbereichen etwas löschen, dann ist es moderieren und nicht zensieren. Sehen das alle so? Ist das keine Zensur? Will ich mal schwer hoffen, dass ihr das alle so seht. Zensur. Ja, trotzdem nochmal zurück zur Ausgangsfrage Fake News und Ausgang der Wahl. Klingt jetzt so, als wärt ihr da ziemlich entspannt und würdet sagen, müssen wir uns angucken, hebt uns jetzt nicht aus dem Bürostuhl, Analyse, und da machen wir gar nicht so einen Riesenfass auf. Ja, das betrifft uns natürlich sehr, aber wir können an dem Wahlergebnis nichts ändern. Das meine ich da eben. Das meine ich auch mit Niederlage annehmen. Das ist jetzt so. Und wir haben, sagen, alle Analysen haben ja vorher immer gesagt, das wird niemals, der hört auf, der wird nicht gewählt, der übersteht die Vorrunde nicht und so weiter. Das geht jetzt weiter, wenn man auch in Medien weiterliest, dann gibt es die Nächsten, die analysieren, warum Mike Pence innerhalb des nächsten halben Jahres nach Verfassungszusatz 25 den Trump aus dem Amt heben wird und so. Also man kann sich das immer so vorstellen, wie man es gerne hätte, aber man muss dann eben auch gucken, ist das eigentlich wahrscheinlich so. Dafür spricht jetzt nicht viel. Das ist der Präsident, der setzt seine Kandidaten durch für seine Ministerämter, der setzt seine Positionen durch. Viele Leute in den USA sagen, ja, der macht endlich das, was er verspricht. Keine gebrochenen Wahlversprechen bisher. Das sind Wahlversprechen, die wir nicht als Versprechen, sondern als Drohung wahrgenommen haben viel. Aber das ändert ja nichts daran. Aber der macht das. Wir können uns das nicht wegwünschen. Der Typ ist keine Fake News, der ist Fakt. So, das ist doch eigentlich ein ganz guter Punkt, wo sich jemand von euch hier vorne einfinden könnte. Also ich möchte einfach nur noch mal werbend hinweisen. Das wäre dann auch ein Stuhl mit Rückenlehne. Vielleicht zieht es ja auch den einen oder die andere an. Christian, dann reden wir dessen ungeachtet mal weiter und warten, ob sich da jemand einfindet. Ist es denn jetzt tatsächlich eine neue Qualität durchs Netz? Also denken wir zurück, Kartoffelkäferplage in der DDR. Und dann war es der Amerikaner, der natürlich nächtens mit Flugzeugen gekommen ist und die bösen Kartoffelkäfer abgeworfen hat. Die wasserfesten Beweise, die die USA 2003 hatten, um einen Krieg zu rechtfertigen gegen den Irak. Also vorhin fiel ja schon mal das Wort Propaganda. Wir reden ja, wenn es in den dezidiert politischen Kontext geht, über Propaganda. Ist das jetzt wirklich neu anders oder ist es jetzt einfach in höherer Taktung, weil ich letzten Endes nur so machen muss, klick, klick, um die Schleuder zu bedienen? Ja, ich meine, das Phänomen Fake News in der Kombination mit sozialen Netzwerken und sozialen Medien ist natürlich neu. So, gleichwohl ist es so, dass es das Phänomen der Lüge in der Politik, das ist natürlich nicht neu. Also das Phänomen sozusagen der totalitären Umschreibung von Geschichte, also beispielsweise im Stalinismus die Oktoberrevolution in allen Geschichtsbüchern so zu schreiben, als hätte es die Person Trotzki nie gegeben, das ist natürlich nicht neu. Also die Instrumentalisierung von Wahrheiten für die eigenen Zwecke, für die eigenen Interessen, ist ein altes Phänomen. Ich glaube auch, dass man bei diesem Thema Fake News ein paar Unterscheidungen machen muss. Also man muss einmal natürlich die Unterscheidung machen zwischen ökonomischen Interessen, die eine Person verfolgt, indem es eine Homepage etabliert, auf der quasi nur Falschnachrichten stehen und versucht, durch Überschriften eine relative hohe Zahl an Klicks zu bekommen, beispielsweise. Von politisch intendierte Verbreitung von Falschnachrichten, wie es beispielsweise im Trump-Lager auch geschehen ist. Und was dort fügt sich dieser Mechanismus, also der Verbreitung von Falschnachrichten, ein in eigentlich eine übergeordnete Strategie. Bei Trump sprechen wir, nicht nur bei Trump, sondern auch bei der AfD und so weiter, von Rechtspopulismus. Und ich glaube, es ist ein Mobilisierungs- und ein Agitationsmechanismus einer populistischen rechtspopulistischen Bewegung.
So würde ich es eigentlich eher konzipiert sehen. Wenn du sagst, es ist per se nichts Neues, hatten wir historisch schon vielfach. Lüge in der Politik. Siehst du denn in der gegenwärtigen Situation etwas, das neu ist? Ist eben der Verbreitungsweg dann eben doch noch so ein relativ neuer, dass das jetzt für so hohe Wogen sorgt? So würde ich sagen. Also der Verbreitungsweg ist ein neuer durch, durch soziale Medien, durch die durch Twitter und so weiter. Aber da ist es natürlich auch so, beispielsweise, ich habe keinen Twitter-Account, ne? Aber ich weiß, was der Donald Trump die ganze Zeit twittert. Wodurch weiß ich es? Ich weiß es durch die Medien, weil die quasi diese, also die traditionellen Medien, weil die diese Twitter-Meldungen aufgreifen und sie natürlich verstärken. Also da ist ja sozusagen auch ein Ineinandergreifen von neuen sozialen Medien mit den traditionellen Medien und so weiter. Also genau. Also das Phänomen Fake News, wenn man es quasi auf die Verbreitung von Falschnachrichten via Internet begrenzt, oder das ist, glaube ich, dass dieses Medium Internet dafür herzunehmen, ist natürlich neu. Aber der Umstand, dass ich Tatsachen aus der Welt leugne, dass ich die Geschichte umschreibe, dass ich Lüge gezielt als politische Strategie einsetze, das ist nicht neu. Wir hatten euch ja, du möchtest noch was ergänzen, ja, Maria? Ich würde gerne was ergänzen. Bitte. Also nee, beziehungsweise ich würde das gerne unterstreichen, ich finde das einen total wichtigen Punkt. Also wenn wir über Fake News sprechen, ist es ein bisschen so wie damals beim arabischen Frühling sozusagen invers. Ja? Wenn wir uns alle noch erinnern, wie das gewesen ist, damals war die große Hoffnung und sozusagen das große Hoffnungssignal war, das Internet kann Diktatoren stürzen. Und sozusagen jetzt heute sind wir auf der anderen Seite und sagen, die dunkle Macht des Internets kann Trump zur Wahl verhelfen. Und ich finde das, was du gesagt hast, eben total wichtig. Die meisten Falschaussagen, die meisten politischen Lügen, die da gestreut werden, lassen sich durch Recherche dann doch relativ klar einer politischen Person oder einem politischen Lager zuordnen. Das heißt, es ist eben sehr wohl über die sozusagen über die Mechanismen, die sich über Social Media und dadurch, dass wir alle Telefone an uns haben und so weiter, in der großen Rasanz heute verbreiten lassen. Aber das Ziel oder sozusagen derjenige, der das streut, hat halt ein ganz klares politisches Ziel durch eine Desinformationspolitik. Ne? Also ich finde nur so, man sollte sich nicht so ein bisschen oder ins Boxhorn jagen lassen davon, dass das irgendwie das Internet ist. Also es ist hat immer schon einen ganz klaren politischen Urheber. Die Zeit und Zeit Online veröffentlichen morgen eine größere Geschichte, wo wir, also wo es Kollegen gelungen ist, sehr genau nachzuvollziehen, wie die Macron-Falschmeldung vor knapp 2 Wochen in die Welt kam, dass Emmanuel Macron schwul sei und nur eine Scheinehe führt. Und das ist eine Nachricht, die in die Welt kam durch ein Interview, was ein französischer Abgeordneter dem französischen Ableger von Sputnik gegeben hat. Also es ist ganz klar, es ist sogar ein französischer Politiker, der im Zusammenspiel mit einer russischen News-Website dieses Gerücht gestreut hat. Von dort hat es sich um die ganze Welt einmal gedreht, sozusagen, hat 17.000 Posts insgesamt nach sich gezogen. Und so funktioniert der Mechanismus. Aber das finde ich schon eben ganz, ganz wichtig, wenn man darüber nachdenkt, das ist ein interessensgeleiteter Vorgang. Ja? Da geht es darum, bestimmte Wahrnehmungsbrillen sozusagen in die Welt zu bringen. Ja? Also zum Beispiel eben möglichst viele Leute dazu zu bringen, jetzt über Emmanuel Macron nachzudenken und zu denken, ja, vielleicht täuscht er ja seine Ehe nur vor und ist dadurch also irgendwie weniger glaubwürdig. Nicht, dass es die Recherche obsolet machen würde, aber ich möchte trotzdem fragen, erreicht das denn die 17.000 Leute, die diesen Inhalt geteilt haben, dass ihr jetzt recherchiert habt, wer der Urheber ist, der das mit einer bestimmten Zielrichtung abgeschossen hat? Ja, zumindest ist mein Glaube, kann man durch Recherche und dadurch, dass man dann hinterher auch sagt, was ist, eingrenzen, dass so etwas eben nicht unendlich sich weiter perpetuiert. Ja? Und Entschuldigung, da muss ich den Kopf mal nach da drehen. Also die Frage, welche Folgen haben Fake News oder Propaganda, wie auch immer wir das nennen, welche Folgen haben die? Also haben Fake News wirklich dafür gesorgt, dass Trump zum Präsidenten wird? Wie beeinflussen Fake News auch die Bundestagswahl hier? Das sind ja auch Fragen, die wir uns stellen müssen. Und das kennen vielleicht einige. Es gab so eine Gegenüberstellung von 2 Timelines, einer demokratischen Timeline und einer republikanischen Timeline, wo man gesehen hat, die kriegen gar nicht die gleichen Nachrichten. Also es ist überhaupt nicht das Gleiche, in diesen Facebook-Timelines zu sehen. Und das
ist erstmal, sah irgendwie erschreckend aus, aber auf der anderen Seite ist diese Debatte auch oft ein bisschen hysterisch und übertrieben. Denn wenn man sich anguckt, wie funktionieren Menschen eigentlich, warum entscheiden sich Menschen politisch, wen zu wählen? Oder lassen sich Menschen jetzt von der Recherche von Zeit Online von überzeugen, dass das eine Lüge war? Viele Leute glauben einfach an das, was sie vorher schon geglaubt haben. Und es gibt da diesen Begriff der Echokammer, also das, oder mal der Filterblase, in der ich mich befinde. Und diese Filterblase sozusagen anzupieksen und da reinzukommen mit gegenteiligen Informationen, das sieht man ja auch schon nicht erst seit Fake News, sondern auch bei Verschwörungstheorien und Impfgegnern schon lange, dass es total schwer ist, dagegen diesen Confirmation Bias zu arbeiten. Das heißt, was man machen kann, wenn man sozusagen Sachen richtig stellt, das macht ja nicht nur durch Recherchen, sondern Parteien versuchen das auch, also die Grünen und die SPD versuchen das auch, zum Beispiel durch so eine Art Netzfeuerwehr, die sagt, das ist falsch, dieses Zitat hat niemand von unseren Politikern so jemals gesagt. Dass man dagegen redet, das erfüllt schon einen Zweck, weil es Leute gibt, die dann noch überzeugt werden können oder die es nicht glauben. Aber die Leute mit dem geschlossenen Weltbild und die großen Trump-Verfechter oder die eingefleischten AfD-Wähler, ob die jetzt überzeugt davon werden, dass die Grünen keine linksgrünen versifften Faschisten sind oder so, nur weil man Fake News richtig stellt, das glaube ich nicht. Ich glaube, diesen Begriff Filterbubble sollten wir uns merken und gleich noch diskutieren. Ralf, du wolltest aber noch zu dem Sachverhalt was sagen, ja. Und dann würden wir den fremden Mann begrüßen. Eine der schwierigen Fragen ist ja, wie geht man, das hattest du ja in deiner Eingangsfrage auch aufgeworfen, wie geht man eigentlich damit um, wenn irgendwas Falsches gemeldet ist? Also habe ich eine Chance, wenn ich das widerlege, dieses Gerücht über Macron, dass das wirklich sozusagen zu beseitigen ist, oder perpetuiere ich es nicht in gewisser Weise, indem ich den Frame aufnehme und dann nochmal darüber sende, ist Macron jetzt schwul oder nicht, nach der alten Weisheit, dass immer irgendwas hängen bleibt, mache ich eigentlich möglicherweise das Geschäft des Desinformateurs, wenn ich das aufnehme. Also mir ist ein ganz einfaches Beispiel, als ich eben angefangen habe, mich mit russischer und mit ISIS-Propaganda zu beschäftigen und das dann Leuten erklärt habe, dass wir das machen, war die erste Reaktion von den Leuten immer, ach so, du machst also Gegenpropaganda. Und ich dachte, weil einfach, wenn ich mich mit Propaganda beschäftige und was dagegen mache, ist das Wort Gegenpropaganda schon auf dem Elfmeterpunkt. Komme ich gar nicht mehr drum rum. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich sage das gar nicht mehr, dass ich mich mit Propaganda beschäftige, weil dann bin ich der Propagandist. Das fällt sofort auf einen selber zurück. So ist das bei vielen Geschichten auch, wenn man versucht, das zu widerlegen. Bei den Grünen mit dem Veggie Day, die haben dann versucht, bei der letzten Bundestagswahl, haben sie versucht, das wegzukriegen und sagten ständig Veggie Day und haben lauter Leute, die das überhaupt nicht beschäftigt hatten und ja gar nichts von gehört haben, darüber informiert, dass sie übrigens für einen Veggie Day sind. Also man bringt sich damit oft auch in Teufelsküche. Also die Frage ist, ob man sich auch in solchen Situationen dann ein bisschen sich in strategischer Geduld üben sollte und sagen, okay, morgen wird der Fisch drin eingewickelt. Also nicht im Tweet, früher hätte man das bei der Zeitung gesagt, sondern einfach sagen, lass ich das versenden, aber wenn ich das aufnehme, dann bediene ich selber den Frame, den ich eigentlich auslaufen lassen wollte. Aber ich denke, da sprechen jetzt dann wirklich zwei unterschiedliche Berufsgruppen. Mhm. Du, der du als Journalist gestartet hast, redest jetzt doch, glaube ich, eher aus dem politischen Orbit. Ja, ja. Und ich vermute, Maria würde widersprechen und sagen, wenn das ist natürlich eine Geschichte, dass jemand mit einer bestimmten Absicht und einem bestimmten Hintergrund eine Falschmeldung in klar, die Welt setzt. Ja, ist ja eine oder sage ich klar. Was Falsches in deinem Namen? Ja und nein. Dann stell du es klar und dann kommst wirklich du dran. Genau, also ich glaube, dass wenn, jetzt ne, um bei dem Macron-Beispiel zu bleiben, dass es schon wichtig ist, dann auch eine Geschichte zu machen, aber eben nicht die Frage aufzuwerfen. Also ich glaube, es ist, kommt sehr stark darauf an, welche Stoßrichtung eine Geschichte dann hat. Ja? Also ist es sozusagen, springen alle Medien darauf auf und stellen sich gleichermaßen die Frage, ob der Mann schwul ist oder nicht? Also Bild-Zeitung, ist Macron schwul? Genau. So. Oder ist es eine Berichterstattung, die fragt, woher plötzlich diese Behauptung? Ja? Wer ist der Urheber dieser Behauptung? Ist das eine glaubwürdige Behauptung? Ja oder nein? Habe ich dafür mehr als eine Quelle? Ja oder nein? Also eine von den Vorfragen für dieses Gespräch heute war ja, wie erkenne ich Fake News? Und ich habe dann auch gelesen, dass also Medienkommunikationswissenschaftler sagen, das sei so schwierig. Wir machen die Erfahrung in der Redaktion, dass die einfache Regel, habe ich mehr als eine Quelle, sehr oft schon dazu führt, dass Dinge, die behauptet werden, sich in Wohlgefallen auflösen. Also so schwer ist das nicht. Insofern würde ich sagen, da kommt es drauf an, wie berichte ich hinterher. Wir hatten vorgestern ein Gespräch in der Redaktion, wo es um dieses Beispiel Last Night in Sweden ging. Ja? Ein Kollege, ich kann das mal kurz
kurz erzählen. Ein Kollege wirft also die Frage auf, sollten wir jetzt nicht doch nochmal fragen, ob in Schweden eigentlich die Kriminalität gestiegen ist, seit die Schweden 150.000 Flüchtlinge aufgenommen haben. Und da haben wir auch genau diese Debatte in der Redaktionskonferenz. Ja? Also was macht das? Ist das nicht ein Agenda-Setting-Effekt, den Donald Trump in dem Fall, sozusagen Fox News über Donald Trump, dann in einen deutschen Newsroom hinein ausübt, ja? Indem er irgendwie sagt, ja, irgendwas ist komisch in Schweden und die Medien erzählen dann diese Geschichte. Ja? Und dadurch wird Schweden plötzlich durch die Brille angeguckt. Schweden ist ein Land, das ein Problem mit Einwanderung hat, statt vielleicht durch die Brille. Schweden ist ein Land mit einem sehr guten Bildungssystem. Also es hat da natürlich, glaube ich, müssen wir alle gut nachdenken, welche Geschichten dann hinterher gemacht werden. Du hast, glaube ich, auch gut nachgedacht, bevor du zu uns gekommen bist, ja, oder? Aber das schon irgendwo gibt es einen. Dann spul einfach zurück und nimm gerne das Handmikro und wäre auch toll, wenn du dich vorstellst. Ja, also mein Name ist Randolph Carr. Ich habe studiert politische Kommunikation. Und ich jetzt der Streber bin, der sich als erstes hinsetzt, aber mir schlägt das Herz ein bisschen, deswegen ein bisschen Mitgefühl bitte. mein Punkt ging eigentlich, also ich wollte das ein bisschen wieder von dieser technisierten digitalen Ebene vielleicht zurück von Internet zurück zur Gesellschaft bringen. Nämlich weil vorher angesprochen wurde, dass vielleicht AfD-Wähler oder so und so weiter vielleicht gar nicht überzeugt werden wollen, dass oder sich überzeugen wollen lassen, dass Grüne nicht links versifft, was auch sind. Und ich glaube, es lohnt sich da halt auf die vielleicht ein bisschen die Ebene von sozialer Polarisierung auch anzugucken. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich diesen Punkt aufziehen soll, aber ich probiere es mal so. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ein Reporter der New York Times hat letztens gesagt, dass im Moment aus der Trump-Administration jeder leakt und so gerne geleakt wird, dass einfach jeder mit einem Presseausweis plötzlich 5000 Leaker in der Backe hat, ne? So überspitzt gesagt. Und um auf die eigene Quellensache jetzt zurückzukommen, ich glaube, New York Times muss sich vorwerfen lassen, dass diese Leaker sehr bereitwillig und diese Leaks sehr bereitwillig reported werden im Moment. Und als Republikaner, als Trump-Wähler kann man sehr leicht, finde ich, darauf gucken und sagen, das ist doch, ne, biased. Das heißt, du unterstellst den Journalisten, die da eine Information von einem Whistleblower aufnehmen, dass sie keine zweite Quelle haben. Oder? Es geht mir nicht so sehr um die Whistleblower, wie viele Quellen wer hat. Also ein anderes Beispiel, letztens gab es viele Diskussionen um die Education Secretary der Trump-Administration, Betsy DeVos, die ist gegen oder für private Schulen, hat keine Erfahrung im öffentlichen Bildungssystem. Und der Tenor der Mainstream-Medien war, sie ist historisch unqualifiziert wegen dieser mangelnden Erfahrung. Und ich glaube, obwohl man das aus unserer Perspektive als Fakt, ganz leicht als Fakt akzeptieren kann, aus der anderen Sichtweise, aus der Sichtweise eines Trump-Wählers, ist das ganz leicht als Fake News zu deklarieren, weil es auf dieser Annahme basiert, dass öffentliche Bildung Priorität hat, dass öffentliche Bildung öffentliche Schulen da die Priorität des Bildungsministeriums sein sollten. Aber sind wir da nicht wieder an dem Punkt, dass es weniger sich bei dem Sachverhalt um Fake News handelt als um eine Einschätzung? Also da sind doch jetzt auch wieder zwei Kategorien angetippt, oder? Ich versuche es mal andersrum. Hast du eine Frage? Nein, ich würde es gerne einfach zur mal hier in die Diskussion werfen. Also du denkst, dass es sehr leicht ist, wenn dass viel gesagt wird, Leute suchen sich ihre eigenen Fakten aus. Mhm. Und aber ich glaube, auch von unserer Seite, also unserer Seite, der Seite der echten Fakten, Ich will das nicht in Frage stellen, aber ich glaube, es ist wichtig zu reflektieren, was wir als Fakten annehmen, dass das ganz leicht als Fakt angenommen wird,
öffentliche Schulen sind sakrosankt in den USA. Und inwiefern wir eigentlich das hinterfragen müssen, um zu sehen, um auf eine Dialogebene zu kommen, um wieder überzeugend zu sein, ne? Dass nicht nur gesagt werden kann, dass nicht nur gesagt wird, das ist aber Fakt, sondern auch gesagt wird, das ist so, weil es wichtig ist, dass öffentliche Schulen. Okay, wer von euch vier möchte reagieren? Die Frage ist ja im Grunde, bist du, Ralf, im Besitz der Wahrheit, wenn du morgens zur Arbeit ja. gehst? aber dann verliere ich sie. nein, ich kann das gut nachvollziehen, was du da sagst. Vielleicht ein Beispiel aus der amerikanischen Debatte. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mal in Denver im Naturkundemuseum war und uns der Führer da so Dinosaurierknochen zeigte. Und ich sagte, was machen eigentlich die Creationists, wenn die hier ins Museum gehen und diese Dinosaurierknochen sehen? Sagt er, die machen eigene Führungen hier im Museum und sagen, die erklären die Knochen damit, dass Gott die in der Erde vergraben hat, um unseren Glauben zu testen. Das ist einfach so. Damit muss man fertig werden. Es gibt einfach sehr viele Leute, die halten die Fakten, die wir für nachweislich halten, dafür, dass die Erde nicht in 7 Tagen von Gott geschaffen worden sind, nicht für überzeugend. Das, finde ich, ist eine Sache, die halt in den USA extrem umstritten ist, die sich durchs ganze Bildungssystem und so weiter zieht. Und eine Sache ist, die nicht die teils Glaubenssache ist und also wo wir mit unserer Faktizität einfach an Grenzen stoßen. Und ich würde noch ein Beispiel geben, dass das auch auf. Aber ganz kurz, um die Frage doch dann nochmal reinzubringen, sollte das reflektiert werden in den, mir geht's schwer über die Zunge, du hattest den Begriff Mainstream-Medien, sollte das reflektiert werden? Also muss man jedes Mal, wenn man darüber schreibt, was nun mit dem T-Rex los war oder nicht, nochmal erklären, ob der vor 2000 Jahren oder doch vor einer wesentlich längeren Zeit gelebt hat? Ich glaube, was Raymond anspricht, ist ja, dass man sich dessen einfach bewusst sein muss, dass es Realitäten gibt, die auch durch Medien und durch Medienkonsum natürlich unterstützt werden, die einfach sehr weit auseinanderdriften. Also das heißt, die Leute, die dieser Meinung sind, konsumieren andere Medien. Und es gab gestern eine sehr gut aufbereitete Geschichte in der Taz, genau darüber, über die Pressekonferenz von Trump, die in den meisten Medien, die wir konsumieren, als ein unglaublicher Ausbruch von Journalistenhass und so weiter dargestellt wurden. Das wurde alles mit Zitaten eindrücklich belegt. Und die Taz schilderte jetzt, dass Fox News, die halt eine völlig andere Audience haben in den USA, auch lauter Trump-Zitate gebracht haben, die da auch drin waren, die ihm gesagt wurden, ja, ich finde Medien toll, ich unterstütze das alles, die werden mich bestimmt auch mal kritisieren und das ist in Ordnung. Das heißt, wenn du als Fox News-Zuschauer einen Bericht über diese Pressekonferenz gesehen hast und nachher gesehen hast, was weiß ich, in der Washington Post oder was, hast du gesagt, stimmt nicht, das sind ja Alternative Facts, das kann gar nicht sein. Also es gibt komplett zwei Wirklichkeiten aus der eigenen Pressekonferenz, okay, die in unterschiedlichen Medien berichtet wurde. Charlotte, da sind wir wieder bei den beiden Timelines, die überhaupt keine Beziehung zueinander haben. Ne? Also wo völlig unterschiedliche Weltsichten zementiert werden. Und bevor wir Timelines hatten, hatten wir Zeitungsabos und haben im Fernsehen ausgewählt, was wir gucken, haben uns unsere Freunde. Du darfst gerne aber auch noch. Achso, okay, du hast ja schon eine Ablösung. Okay, vielen Dank. Sprich, also im Grunde hat sich ja nicht so viel verändert. Also Gleiche suchen sich Gleiche. Jeder Soziologe kann dir das erklären, dass wir uns gerne mit Leuten bewegen, die ungefähr so ticken wie wir selber. Was gibt es für eine Möglichkeit, das zu durchbrechen? Also vielleicht ist ja diese Emo-Maschine Netz nicht nur die Möglichkeit, sich zu separieren. Vielleicht kann man es ja an irgendeinem Ende dort oder auch analog wieder zusammenführen oder zumindest in eine Konfrontation bringen. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen die Gretchenfrage, ne? Wie lösen wir dieses Problem? Und ich glaube, man muss da von verschiedenen Ansätzen her denken. Also einmal ist für mich ganz klar, es ist ein kognitives Problem, was sich nicht nur technisch lösen lässt. Also wir können nicht Leuten jetzt Inhalte in ihre Facebook-Timelines oder sonst wo aufzwingen und dadurch Weltbilder verändern. Das funktioniert nicht, so funktionieren Menschen nicht. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, über Cognitive Bias und über Homosozialität schaffen wir uns unsere Blase, die sehr beständig sein kann. Trotzdem finde ich, müssen wir was machen, weil darüber zu diskutieren, ob jetzt 5 Leute oder 500 Leute bei einer Veranstaltung sind und ob das jetzt die Inauguration von Trump ist oder was auch immer, da funktionieren keine zwei Wahrheiten. Ne? Also entweder waren es 5 oder es waren 500, aber beides gleichzeitig waren es nicht, offensichtlich.
Und da dann finde ich, wo man von, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Leute eine Intention haben. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Klar, Leute haben, wenn sie Propaganda betreiben, haben die Intentionen. Aber es gibt auch noch eine andere Ecke, und das hatten wir vorher, darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen, und zwar diese mazedonischen Jugendlichen, über die es diese Recherche gab, die laut eigenen Aussagen für diese Geschichte, Hillary ist eine Lesbe, ich glaube 6.000 Euro, verdient haben, die Zahlen, ich weiß glaube ich, wie viel sie verdient haben, ist nicht genau nachprüfbar, aber die eigenen Aussagen, laut eigenen Aussagen haben die fünfstellige Beträge im Monat verdient mit diesen Lügengeschichten. Das heißt, da funktioniert das überhaupt nicht qua Ideologie, und das ist halt eine Stellschraube, wo man nochmal anders ansetzen kann als bei Leuten, die aus ideologischen Gründen Propaganda betreiben, wo man sagen kann, also das ist halt Clickbait sozusagen, ja? Und genauso funktionieren diese Webseiten auch, und da kann man über Werbung zum Beispiel rangehen, also sie verdienen ihr Geld mit Werbung, das wäre ein Hebel, den man da benutzen kann. Okay, gut, wir haben einen neuen Gast, bitteschön. Hallo, ist der an? Ja, das wird hochgezogen, wenn du sprichst. Okay, super, ich heiße Shahua und ich bin eine Journalistin, und die Frage, die ich stellen würde, wäre, also vielleicht würde ich ganz gerne einen Begriff in den Raum werfen, Narrative, anstatt nur über Fake News zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass wir teilweise über Fake News sprechen, und eigentlich ist es ein Symptom von einem anderen Problem, nämlich dass wir uns eigentlich alle nicht mehr auf eine gemeinsame Narrative einigen können. Ich habe als Studentin noch Benedict Anderson gelesen, Imagine Communities, und da ging es um die Entstehung des Nationalismus und wie man sich eine Nation vorstellt. Und die beruht eben auch darauf, dass man Massenmedien hat, die eine Geschichte erzählen, von der man denkt, dass man irgendwie miteinander verbunden ist, weil man alle irgendwie die gleichen Werte und die gleichen Geschichten teilt. Und das, was wir jetzt gerade beobachten durch den technologischen Wandel, ist im Grunde, dass diese Narrative sich auseinander bewegen und auseinandersplitten. Diese Debatte um, also ich glaube... Da würde ich gerne gleich einhaken und eine Frage an dich stellen. Denkst du wirklich, dass die technologische Entwicklung zur Zersplitterung führt, oder macht sie die sichtbar? Vielleicht war das ja schon auch einfach eine Erzählung, dass es vorher eine Community gab, die auf einem festen Wertefundament steht. Wir sehen jetzt halt Leute deutlicher, die nicht die Werte teilen, die wir haben. Das ist, aber heißt das, dass die vorher nicht da waren? Das ist eine schwierige Frage, und ich glaube, ich würde dann sehr wissenschaftlich antworten und sagen, dass vermutlich auch viele andere Faktoren noch dazu beitragen. Und die Entwicklung kontingent ist. Ist da eine Karriere im Auswärtigen Amt drin mit so einer Antwort? Vielleicht auch eine Universität. Also, dass viele Entwicklungen natürlich kontingent sind, und dass man, also das ist natürlich, man weiß halt nicht, ob zuerst das Huhn oder das Ei da war. Aber ich denke schon, also früher hat man vielleicht zusammen die Tagesschau geguckt, und es gab zwar die Bild, aber irgendwie wusste man ja ungefähr, in welche Richtung die Gesamterzählung ging. Und das scheint in diesem heutzutage nicht mehr zu sein. Und wir streiten uns jetzt gerne vordergründig darum, ob jetzt in Schweden was passiert ist oder nicht. Wenn man auf bestimmte Seiten geht im Internet, dann laden die Videos hoch, auf denen dann gezeigt wird, dass irgendwas in Schweden passiert ist. Und darauf könnte man sich dann beziehen, oder darauf könnte sich Trump beziehen, oder wer auch immer sich darauf beziehen möchte. Und wenn wir sagen, wir müssen die Fakten wieder relevant machen, dann frage ich mich, relevant für was? Also worum geht es uns eigentlich, wenn wir sagen, es gibt Wahrheiten, an die wir glauben müssen? Und ich habe das Gefühl, also neulich hatte ich ein Abendessen mit jemandem aus dem Auswärtigen Amt, und wir beide schauten uns ganz erschrocken an und sagten, vielleicht ist ja der Nationalstaat, Imagine Communities mäßig, wirklich nur eine kurze Entwicklung in der Geschichte, und vielleicht entwickeln wir uns in eine andere Richtung. Aufgrund des technologischen Wandels, aufgrund der Tatsache, dass Narrative, die vielleicht vorher verborgen waren, sich jetzt nach oben bewegen. Und vielleicht ich würde es gern als Frage an deinen Nebensitzer weitergeben. Das habe ich befürchtet. Ja, aber du hast auch gerade einen Schluck Wasser getrunken und kannst dann jetzt gut antworten. Ja. Das sind sehr, sehr viele, das sind so viele Punkte jetzt gewesen. Das ist ganz, du darfst ganz, dir deinen Liebsten aussuchen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe gerade was gedacht. Es ist ja, ob es quasi alle vereinenden Narrativ gab, beispielsweise für die Bundesrepublik Deutschland,
Das würde ich bezweifeln. Also ich habe jetzt, wir haben ja heute dieses schreckliche Wort Lügenpresse. Ne? 68 gab es noch Springer-Mörder. Also quasi da wurde in ähnlicher Weise eine Zeitschrift, aber natürlich auch die ganze Establishment-Kritik, die ganze Deutung, die ganze Interpretation der Bundesrepublik Deutschland wurde ja beispielsweise 68 durch eine studentische Bewegung in Frage gestellt. So, ne? Ich weiß nicht, da hat es nicht so sehr was mit, glaube ich, mit technologischem Wandel zu tun gehabt, sondern es waren gesellschaftsverändernde Prozesse, die stattgefunden haben, ausgelöst natürlich, keine Ahnung, eine Vergangenheitskritik am Nationalsozialismus oder Kritik der Eltern und deren Rolle im Nationalsozialismus und so weiter. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich glaube, ich würde diese ganze Debatte um Fake News eher einbetten in eine politische Veränderung, die wir gerade durchmachen. Und da hat diese Sache mit dem Nationalstaat durchaus eine Relevanz, nämlich quasi natürlich die Effekte einer Globalisierung, die nationalstaatliche Steuerungsfähigkeit in gewisser Weise beeinträchtigt hat. Das ist nur ein Aspekt, erklärt nicht den Rechtspopulismus, aber ein Aspekt sind natürlich die Ängste, Befürchtungen, die jemand wie Trump, aufkündiges Multilateralismus, Mauer hoch gegenüber Mexiko und so weiter, die er natürlich befeuert, denen er Raum gibt, die er versucht zu kanalisieren. Und innerhalb dieser, und ich glaube, wir müssen verstehen, welche Rolle diese Fake News für das Wählerklientel von Trump auch spielen, auch und auch für das Wählerklientel der Rechtspopulisten, denn sie machen eigentlich die Ängste und die Emotionen und die Ressentiments vernünftig. Also beispielsweise Klassiker ist der Hinweis: Ausländer sind krimineller. Ne? Damit wird quasi die Furcht des, ich bin jetzt mal ein bisschen polemisch, das Furcht des kleinen Mannes vor dem Fremden sagen, rationalisiert durch eine Aussage über quasi die höhere gestiegene Kriminalität und schwuppsdiwupps ist die Furcht quasi dann auch rational, ist sie sozusagen verständlich und ich glaube, das machen diese Fake News. Okay, ich würde trotzdem gerne, bevor du sprichst, die Frage nochmal auf die Seite weitergeben, die vorhin gehörte Frage und brech die jetzt runter, ganz doof auf die Frage, ist die Erzählung des Nationalstaates rum? Ihr beide habt den falschen Arbeitgeber gewählt. Im Grunde zersplittern wir uns in Communities und Tribes. Ich würde sagen, es ist genau andersrum. Also dass es den Kollegen vom Auswärtigen Amt erschüttert, dass der Nationalstaat schwindet, kann ich verstehen, weil er ja seine Pension auch und so. okay. Nein, aber ich glaube, es ist eigentlich leider genau andersrum. Wenn man sich Mediengeschichte anschaut, dann hatten wir viele Jahrzehnte in Deutschland, hatten wir eine parteilich gefärbte Presse, dass es krachte. Also es gab praktisch jede Partei hatte ihre eigene Zeitung oder mehrere. Es war und das ist rum? Extrem zerklüftet irgendwie. Und dann hat es eine Konvergenz, eine stärkere darüber gegeben über elektronische Medien, also die Tagesschau-Geschichte und so, ne, das ist einigend und so weiter. Aber auch über Jahrzehnte nach dem Krieg hat es in Westdeutschland, wenn man sich mal einfach Qualitätszeitungen anschaut, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Welt, damit bin ich so groß geworden, das ist ein Spektrum zwischen den Ritterkreuzträgern, die Welt gelesen haben und den linksliberalen Lehrern, die Frankfurter Rundschau, die haben sich alle gefunden. Und ich finde es eigentlich ganz gut, Frank-Walter Steinmeier, als er noch Außenminister war, hat mal auf so einem Medienkongress eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, der Meinungskorridor in Deutschland war schon mal breiter. Das meinte er damit. Was wir in den letzten Jahren eigentlich erlebt haben, hat viel mit der Zeitungskrise zu tun, dass wir eigentlich, wenn man mal die Top-Qualitätszeitung anguckt, wir haben da nur noch Süddeutsche und FAZ. Und da würde ich sagen, sind sie sich auch nicht immer ganz sicher blind, ob der Artikel jetzt da oder da war oder so. Also das Spektrum ist schmaler geworden. Was Trump, also das ist in Amerika das Gleiche, also die großen Zeitungen, viele kleine Zeitungen sind eingegangen. Dann hat man noch New York Times und Washington Post und die anderen gibt es schon gar nicht mehr. Dass dann jemand sagt, es gibt Mainstream-Media, die so einen liberalen Konsens treffen, der aber letztlich in der Bevölkerung nur noch 20% abbildet,
ist schon echt ein Problem, wenn das Spektrum nicht abgedeckt wird. Und das hat viel dazu geführt, dass in weiten Teilen der Bevölkerung eben das Gefühl ist, das, was in den Medien da veröffentlicht wird und diskutiert wird, ist eigentlich nicht mehr das, was ich habe. Also ich glaube, es ist eher die Konvergenz im Mediengeschäft und nicht die Zersplitterung, die eine Diskussion herbeigeführt hat, die wir jetzt haben. Okay, dann müsstest eigentlich du drauf reagieren, Maria, aber ich würde ungern den Gast so lange warten lassen. Deswegen erstmal zu dir, bitte. Ja, hallo. Mein Name ist Dirk Helving von der ETH Zürich. Ich bin Professor und befasse mich mit der Digitalisierung. Also ich glaube, wir müssen die Technologie vor allen Dingen verstehen, die hinter diesen Prozessen steht. Es ist nämlich so, dass seit dem arabischen Frühling natürlich die Politik auch Angst hat, dass politische Regime einstürzen können, auch im Westen. Andererseits ist es so, dass die sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook, Twitter und so weiter so viele Follower haben, dass all diese Nachrichten, die wir versenden, gar nicht an alle Leute gehen können. Die werden da völlig überfordert. Und folglich passiert Folgendes, dass man Algorithmen entwickelt hat, die diese Nachrichten aussortieren, die entscheiden, wer bekommt diese Nachrichten von den Followern, und wie viele Leute, das heißt, man kann sozusagen die Lautstärke eines Tweets oder einer Nachricht beliebig nach oben oder nach unten drehen. Und damit hat man eigentlich effektiv so etwas geschaffen wie ein Propaganda-Instrument, aber gleichzeitig auch ein Zensurinstrument. Diese Algorithmen, die können von außen aber beeinflusst werden. Ja, wir haben das gesehen bei dem Tybot von Microsoft. Der wurde innerhalb von einem Tag in einen Nazi verwandelt. Und bei Google ist das natürlich ein bisschen komplizierter, aber Google reagiert natürlich auch auf das Nutzerverhalten. Und das heißt auf externe Informationen, und dadurch wird dieser Algorithmus auch manipulierbar. Es gibt Firmen, die bieten Services an, in der Gestalt, dass bestimmte Nachrichten oder Firmen oder Angebote nach oben gepusht werden können. Da zahlt man einen bestimmten Betrag dafür. Und das sind letzten Endes künstliche Intelligenzsysteme, die versuchen, diese Algorithmen abzutasten und herauszufinden, wie man Nachrichten nach oben pushen kann oder unterdrücken kann. So, das ist jetzt auch letzten Endes Bestandteil geworden von einem internationalen Informationskrieg. Desinformationskampagnen werden gefahren. Die Themen, die Sie genannt hatten, als die Hauptthemen, die belegen letzten Endes, dass diese Prozesse sehr stark politisch getrieben werden von den verschiedensten Ländern. Und die können das auf diese Art und Weise machen. Dazu kommen jetzt. Aber wenn du das so analysierst, dann habe ich jetzt dann vermutet, kommst du zu einer Konklusion und sagst, und deshalb? Und sagst, wie man das zurückschraubt, anwendet, reguliert. Also das Ziel ist natürlich letzten Endes die Manipulation der öffentlichen Meinung. Und das geht eigentlich bis zu dem Punkt, dass wir Fakten fast gar nicht mehr überprüfen können. Beispiel personalisierte Preise. Jeder von Ihnen bekommt einen anderen Preis angezeigt, wenn Sie nach einem Flugangebot schauen oder Hotelangebot. Das Gleiche passiert zunehmend mit anderen Nachrichten. Die werden personalisiert. Das heißt, wenn Sie einen Link anklicken und ich einen Link anklicken, sehen wir unter Umständen nicht die gleiche Information. Ja, das wird auch bei Nachrichten immer wichtiger. Damit fehlt letzten Endes die Basis tatsächlich, um zu beurteilen, was nun Wahrheit ist und was nicht. Das heißt, letzten Endes kann man tatsächlich dahin kommen, zu versuchen, auch die Geschichte zu manipulieren, umzuschreiben, die Wahrnehmung auf die Dinge, die passieren. Das heißt, es wird die totale Verwirrung möglich. So, wie wehren wir uns dagegen? Letzten Endes braucht es verschiedene Perspektiven. Ja? Wenn wir bei Google nicht nur einen Algorithmus vorgesetzt bekämen, sondern verschiedene Algorithmen zur Auswahl hätten, dann könnten wir auf die Welt aus verschiedenen Perspektiven schauen und im Gesamtergebnis tatsächlich eine klarere Weltsicht bekommen. Das heißt, dann sind wir doch bei der Vorrede, die wir vorhin gehört haben, der Algorithmus muss so justiert werden, dass wir alle durch dieselbe Linse in die Welt gucken. Nein, das glaube ich, würde sofort missbraucht werden, eben für eine Manipulation der Öffentlichkeit, sondern wir müssen in die Lage versetzt werden, auf die Realität aus verschiedenen Perspektiven zu schauen. Das heißt, aber am besten liest man nicht nur eine Zeitung, sondern viele verschiedene Zeitungen von rechts bis links,
und schaut sich verschiedene Kanäle an und dann ergibt sich daraus ein Gesamtbild. Das heißt, man muss die Informationen letzten Endes relativieren, bewerten, zusammensetzen. Das ist heutzutage wie ein Puzzle, das man zusammensetzen muss. Eine einzige Information ist letzten Endes nicht mehr zuverlässig. Wobei das andere ist natürlich die Gefahr der Social Bots. Okay, das ist das nächste Megafass, das lassen wir zu. Ich würde sagen, würde mich interessieren, ob du zum selben Ergebnis kommst, weil am Ende würde ja im Grunde so ein, um beim Narrativ zu bleiben, ein gottgleicher Erzähler stehen, der einfach alle Informationen zusammensammelt und dann wirklich die wahre Wahrheit kennt. Aber Maria reagiert. Ich habe zwei Anmerkungen, ganz unterschiedlich. Also die eine zu der Frage, was Google als natürlich einer der Hauptzugänge, ne, wie wir Informationen online konsumieren und auch uns bewegen. Das ist ein total wichtiger Punkt und es ist mit Sicherheit unbedingt notwendig, nicht nur Google zu nutzen, um seine Informationen zusammenzubekommen, aber wir sind ein Teil, also Zeit Online ist ein Teil einer Initiative, die heißt Digital News Initiative, die Google vor ungefähr anderthalb Jahren ins Leben gerufen hat, wo es spezifisch darum geht, mit Qualitätsmedien überall auf der Welt im Prinzip Parameter zu finden, die man hinter Nachrichten dahinterlegen kann, die Suchmaschine, die der Algorithmus erkennen kann, und im Prinzip eine Form von Bewertung vornehmen kann und sagen kann, diese Nachricht kommt aus einer glaubwürdigen Quelle. Also zumindest das Problem, dass sozusagen diese rein algorithmische Sicht, die bis jetzt sehr personalisiert funktioniert, zu Problemen führt, das Bewusstsein gibt es bei Google und da gibt es ein Projekt, das ganz erfolgsversprechend ist, um zumindest so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen in der Suchmaschine. Das wollte ich nur dazu sagen. Und dann war nochmal hier die Frage nach dem Meinungskorridor in Deutschland und ob die Medien sich nicht eigentlich sehr stark verengt haben in der Sicht und dass das sozusagen links und rechts so viele Zurückgelassene auch produziert, die sich nicht mehr vertreten fühlen durch die öffentliche Meinung. Da würde ich gern sagen, ich glaube schon, dass es eine Logik des journalistischen Systems gibt, die dazu führt, dass sich Journalisten sehr stark auf das beziehen, was an anderer Stelle schon berichtet wurde. Und dann wiederum eine eigene Interpretation dazu beisteuern und sagen, wir erzählen diese Geschichte nochmal anders und so weiter. Relativ viel Aufmerksamkeit in diesen Mechanismus fließt und dadurch unter Umständen zu wenig in die Recherche und das Nachdenken darüber, was sind denn völlig genuin andere Geschichten, die erzählt werden müssen. Ja? Und wenn wir darüber nachdenken, wer im Moment der AfD vor allen Dingen folgt, dann sind das Menschen, deren Probleme vielleicht und deren Weltwahrnehmung auch relativ, ich sage das jetzt mal, ohne dass es werten klingen soll, banal ist. Also die haben Probleme, die vielleicht sind, habe ich genug Geld, um meine Kinder auf eine anständige, also morgens mit dem Auto zur Schule zu bringen, habe ich einen Job, kann ich meine Eltern versorgen, wenn die alt und krank sind und so weiter. Und das sind auch Themen, die für Medien oft so ein bisschen unsexy sind. Und ich glaube, dass da schon ein Problem liegt. Aber ich möchte ganz deutlich auch sagen, dass ich nicht die Verantwortung bei den Journalisten und bei den Medien sehe, sich um diese Menschen zu kümmern und diesen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie ein Teil des politischen Prozesses sind und ein Teil dessen, worum sich in der Politik dieses Landes gekümmert wird. Und ich glaube, dass da schon so ein Gefühl von sich zurückgelassen fühlen entstanden ist in den letzten 10, 15 Jahren. Ich glaube auch nach 2008, nach der Finanzkrise, gab es nochmal so einen Schock, ne, der auch, glaube ich, wo wir wahrscheinlich, wenn man jetzt in 30 Jahren auf die Zeit heute zurückguckt, sagen wird, das hatte was damit zu tun, dass der Rechtspopulismus danach in Deutschland und aber natürlich in ganz Europa und auch in den USA so erstarkt ist. Da würde ich sagen, sind wir eben nicht der Hauptakteur, der da treibend ist. Christian, bevor du reagieren kannst, würde ich gerne Charlotte da nochmal fragen, weil du ja eben so wie Ralf aus einem politischen Arbeitsverhältnis sozusagen berichten kannst. Also das wäre dann ja, dann sagt die Journalistin dir, sag mal deinem Abgeordneten, da gibt es Leute, die sehen und hören den nicht und er sieht und hört die Probleme nicht, die haben. Mhm. Ja, also ich musste gerade bei dem Thema an den Artikel heute denken, zur Umfrage zur Pflege, dass für, eine große Anzahl, jeder zweite, jeder vierte sagt, das Thema Pflege ist wahlentscheidend.
Und also ob das jetzt tatsächlich wahlentscheidend für die Leute am Ende ist, ist nochmal eine andere Frage, aber sie schätzen es für sich so ein, dass sie danach irgendwie ihr Kreuzchen machen. Und Pflege ist ein total komplexes Thema, das ist irgendwie auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast gesagt, kein sexy Thema, über das man so schreibt. Und das geht ja nicht nur einem Journalisten so, sondern das ist politisch auch ein schweres Thema, weil ein Pflegesystem zu reformieren, da kann man nicht irgendwie an einer Ecke mal sagen, wir zahlen hier mehr Geld oder wir machen die Schichten kürzer, sondern es ist ein ganzes System. Das ist super kompliziert. Und das ist eine Herausforderung, klar. Ja, aber wie, also dass es eine Herausforderung ist, da sind sich, glaube ich, alle einig, aber wie werden diese Leute, die sich nicht repräsentiert fühlen, denn darum geht es ja letztlich, sich wiedererkennen und verstehen, meine Probleme werden gesehen, der Staat, die parlamentarische Demokratie, auch die Medienlandschaft ist auch für mich da. Wie lässt sich diese Brücke schlagen? Also oder müssen wir akzeptieren, nö, die lässt sich nicht schlagen. Also wer die Zeit liest und wer die FAZ liest, der hat diese Probleme halt nicht. Reden wir halt zu den Glücklichen. Nee, also man muss natürlich versuchen, alle zu erreichen. Was man, glaube ich, nicht tun muss, ist auf Zug aufspringen und sagen, wir müssen den besorgten Bürgern von Pegida jetzt zuhören und ihnen dann einen Raum geben, rassistische Äußerungen zu tätigen, unkommentiert. Und meiner Meinung nach ist es passiert, gerade am Anfang, gerade als Pegida begonnen hat, dass man da sehr viel Raum gegeben hat, dass man sehr viel gesagt hat, wir müssen diesen besorgten Bürgern jetzt mal zuhören, die haben hier ein Problem. Die haben vielleicht ein Problem, ja? Vielleicht haben die keinen, machen die sich Sorgen über Altersarmut, aber das Problem, was sie haben, nämlich Angst vor Altersarmut, ist kein Problem, was damit zusammenhängt, dass wir Asylsuchende aufnehmen. Und da dann sich hinzustellen und den Diskursrahmen nach rechts zu verschieben, indem man sagt, alle eure Probleme könnt ihr jetzt mal hier erzählen, halte ich für die falsche Strategie. Christian, kannst du auf die Frage antworten? Ich bin so ein bisschen skeptisch, dass, sagen wir mal, die Wiederentdeckung der sozialen Frage uns die Rechtspopulisten vom Hals hält. Denn die politischen Akteure, die Dinge thematisieren wie Altersarmut, wie soziale Ungerechtigkeiten, die sind europaweit ja auch da. Weil wir haben eine Linkspartei in Frankreich und eine kommunistische Partei in Frankreich. Wir haben eine Linkspartei in Deutschland, die ja quasi diese Themen anspricht. Die Grünen sprechen sie auch an. So, ich glaube, wir müssen... Wir sind aber nicht in der Regierung. Nee, klar, wir sind nicht in der Regierung. Aber dann stellt sich immer noch die Frage, warum wähle ich sozusagen nicht die Linkspartei? Warum wähle ich die AfD? So, warum wähle ich in Frankreich nicht die Linkspartei oder die Kommunisten? Warum wähle ich den Front National? So, ich meine, das kriegen wir, glaube ich, alleine mit der sozialen Frage, kriegen wir quasi den Mobilisierungsmechanismus der Rechtspopulisten nicht eingefangen. Und ich glaube, da spielen eine ganze Menge an Dingen spielen eine Rolle. Es spielen natürlich kulturelle Veränderungen eine Rolle, die auch mit Globalisierung natürlich zu tun haben. Es spielt eine Rolle, eine politische Erfahrungslosigkeit auch breiter gesellschaftlicher Schichten, die quasi trotz aller Demokratisierung im Grunde die Demokratie und den demokratischen Streit nicht als einen erfahren, indem man legitim unterschiedliche Interessen vertreten kann und dann quasi in einem langwierigen Prozess des Kompromisses schließen, des Aushandelns quasi sagen, zu irgendeinem Ergebnis kommt. So. Und was die Populisten machen, sie bieten natürlich einfache Lösungen an. Sie sagen, es ist völlig klar, wie das Problem aussieht. Die Antwort ist auch völlig klar. So. Ja, und das hat sehr viel, glaube ich, damit zu tun. Das Pflegesystem ist ja so kompliziert, was ja eine zutreffende Beschreibung ist. Dass dieser der Mobilisierungsmechanismus, also beispielsweise Volk versus Elite, dass dieser Mobilisierungsmechanismus greift, geht weiter als nur quasi, also man kriegt es nicht allein mit dem Hinweis darauf gelöst, dass die soziale Frage oder soziale Gerechtigkeit vernachlässigt worden ist. Weil die Parteien, die diese thematisiert haben, die sind schon da. Okay, es gab aus dem Publikum noch eine Frage. Willst du die vielleicht einfach reinrufen oder? Ja, mein Name ist Thomas. Ich arbeite im Religionsdialog hier in Berlin. Ich glaube, dass, also mir ist die Diskussion ehrlich gesagt zu technokratisch und zu intellektuell. Ich glaube, wir zäumen das Pferd gerade von hinten auf. Denn es geht ja bei den
Fake News gar nicht darum, Fakten zu verbreiten, sondern Stimmung zu verbreiten. Es geht gar nicht darum, Leute irgendwie zu überzeugen, sondern es geht darum, eine gesellschaftliche Stimmung herzustellen, die die AfD oder Herrn Trump wählbar machen. Das ist eigentlich der eigentliche Sinn. Wir können reden, wie wir wollen. Wir werden keinen AfD-Wähler davon abhalten, AfD zu wählen. Und ich glaube auch nicht, dass das Leute aus dem sozialen schwachen Bereich sind, sondern ich glaube, es sind Leute aus dem Mittelstand, aus dem bürgerlichen Mittelstand, die die AfD wählen. Aber das werden die Kollegen am OSI besser wissen. Was ich mich immer frage, ist, warum schafft es eigentlich jetzt als Beispiel, wie gesagt, ich arbeite im Religionsdialog und darum dieses Beispiel, warum schafft es der IS mit den Köpfen eines Mannes Millionen von Klicks auf YouTube zu kriegen und damit natürlich auch eine Stimmung der Angst herzustellen, aber eine Reportage über meinen Briefträger, meinen muslimischen Briefträger, der freitags friedlich in die Moschee geht und betet, wird vielleicht zwei- oder dreimal angeklickt. Also was machen wir eigentlich falsch, dass wir als, ich sage es jetzt mal ein bisschen grenzwertig, als weltoffene und tolerante Gutmenschen es nicht schaffen, das gesellschaftliche Klima in diesem Land so zu beeinflussen, wie es die AfD schafft. Also woran liegt das? Ich vermute, dass du schon eine Antwort im Namen hast. Das ist tatsächlich eine offene Frage. Ja, das ist eine offene Frage. Ja. Okay. Also ich frage mich zum Beispiel regelmäßig, ich lese jetzt ab und zu den Tagesspiegel online und lese mir dann auch die Kommentare vor. Und ich frage mich regelmäßig, warum werden diese Kommentarfunktionen eigentlich gemacht? Da beim Tagesspiegel, das sind vielleicht 50 Leute, die sich da regelmäßig austauschen und sich die merkwürdigsten Dinge um die. Und ich merke selbst, wie schlecht gelaunt ich werde von diesen Dingen und wie ich dann schlecht gelaunt in das nächste Meeting gehe. Ja, mit Muslimen oder mit Buddhisten. Das ist natürlich nicht gut, aber wieso schaffen wir es nicht? Also die Frage war ja, wieso schaffen es dann wir, welche Gemeinschaft das auch immer jetzt in dem Moment ist, nicht gegenzuhalten? Also wieso schaffen wir es nicht, nicht so stark zu polarisieren, Stimmen oder Klicks zu generieren, wie die AfD, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ralf? Also ich fand jetzt die Frage übrigens gar nicht so bodenständig und unakademisch, wie du sie eingegeigt hast. Aber ich würde ehrlich gesagt, das ist mir bei manchen Zahlennennungen bei dieser Diskussion auch aufgefallen, wirklich auch dazu raten, uns nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Was sind jetzt die großen Zahlen, die wirklich den Diskurs hier bestimmen? Also 16.000 Posts weltweit für die Frage, ob Macron schwul ist, da kann man auch sagen 17.000 bei 8,2 Milliarden Menschen. Das ist echt nicht weltbewegend. Also diese ganzen sozialen Medien suggerieren Mengen und Stürme, die eigentlich nur laue Lüftchen sind im Vergleich. Also jetzt Trump ist jetzt der Erste, wo ich sagen würde, der bewegt wirklich Millionen mit seinen Tweets. Die meisten von uns, let's face it, bewegen gerade mal ihre Freunde noch irgendwo hin. So, und das muss man, glaube ich, auch mal sehen. Ich gucke keine Hinrichtungsvideos vom IS, auch nicht, wenn ich das beruflich müsste und so, weil ich da keinen Bock drauf habe. Und ich glaube, auch die meisten Menschen finden es eigentlich besser, ihrem Briefträger beim Briefaustragen zuzugucken, als im Enthauptungsvideo. Also die Proportionen sind schon nochmal ganz andere, auch wenn das vielleicht jetzt nicht die Top-Story ist, die am meisten klickt auf Spiegel Online. Aber glaube ich schon, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen schon eher Interesse am normalen Leben hat, das zu führen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht nach den journalistischen Kriterien das ist, was am meisten klickt. Also ich glaube nicht, dass nur weil jetzt eine Million Leute ein Enthauptungsvideo angucken, dass die gesamte Gesellschaft außer Kontrolle und verroht ist oder so. Das sind Scheinwirklichkeiten, Miniaturen. Es war ein Beispiel, um zu illustrieren, dass, ich glaube, du sprachst vorhin, Charlotte, vom Rahmen, der gesetzt wird, dass der Rahmen gerade nicht von den Leuten, die das Postbotenvideo klicken, gesetzt wird, sondern von ganz anderen, von sensationsheischenderen Informationen nach. Ja, aber ich würde eben gerade sagen, diese Macron-Geschichte oder das Enthauptungsding, das haben eben auch Milliarden Leute nicht zur Kenntnis genommen. Und auch in Deutschland, ehrlich gesagt, ich habe keinen einzigen Artikel über Macron gelesen. Ich habe es hinterher erst gehört, als es darum ging, stimmt es und so weiter. Also würdest du sagen, wir regen uns alle viel zu sehr auf? Genau, weil wir das Netz überbewerten in manchen Teilen. Ja. Okay. Und unsere Followership. Da muss ich jetzt zu Maria gehen als Online-Journalistin und fragen, ist das Netz überbewertet? Ist das die Frage? Habe ich da mal so rauspräpariert? Also auf die Frage, warum es uns eigentlich nicht gelingt, die Stimmung im Land sozusagen positiv zu halten, habe ich mich ehrlich gesagt nach dem Sommer 2015 auch gefragt. Also der Sommer 2015
wie wir jetzt wissen, keine Millionen Flüchtlinge, sondern 800.000 sind im Jahr 2015 nach Deutschland gekommen. Und entgegen auch da politischer Behauptungen, vor allen Dingen von der CSU und der AfD, ist dieses Land nicht in die Knie gegangen. Es gab unglaublich, unglaublich viele Menschen, die geholfen haben. Angela Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Also eigentlich eine positive Erzählung von Deutschland, die da im Ausland angekommen ist. Und auch die sich die Deutschen, so habe ich das damals auch sehr stark wahrgenommen, die sich die auch untereinander erzählt haben. Ja? Also als so, hey, wow, krass, so, wir sind so weltoffen und so freundlich und Flüchtlinge in die Einliegerwohnungen, in den Reihenhäusern und so. Und dann ist es sehr schnell politisch instrumentalisiert worden. Und auch da muss man wirklich sagen, ist es eben, ne? Natürlich gab es auch damals in Medien, auch die Bild-Zeitung und so weiter, die erst total anti, dann hatten sie einen Moment, wo sie gemerkt haben, dass es opportun ist, sehr positiv darüber zu berichten, und dann haben sie wieder gedreht. Aber da, auch da habe ich das Gefühl, dass die Deutschen sich ihr Sommermärchen 2015 haben relativ schnell kaputt machen lassen von einer relativ kleinen, aber sehr lauten und stoisch agierenden politischen Gruppe. Warum? Weil wir vielleicht, also das ist wirklich totale Mutmaßung, weil wir vielleicht einfach dazu neigen, die Dinge eher negativ sehen zu wollen als positiv sehen zu wollen. Ich habe da zu dem Warum leider keine valide Antwort. Jetzt habe ich meinen zweiten Punkt vergessen. Dann frage ich schnell Charlotte, was du antworten würdest auf die Frage, wieso dann eine zahlenmäßig doch gar nicht so große Gemeinschaft die Stimmung so bestimmen kann. Und wir alle als Medienschaffende, aber wir alle sind ja auch Rezipienten, uns davon anfassen lassen. Also das, man muss ja angucken, wie der Diskurs da verläuft. Die Leute, die an Bahnhöfe gegangen sind, um da Geflüchtete willkommen zu heißen, das waren ja auch viele, über die wird dann auch berichtet. Und da haben wir genau dieses positive Bild. Und dann hatten wir Pegida, das war auch eine große Menge, aber auch nicht stellvertretend irgendwie für ganz Deutschland oder so. Und das ist immer die Frage, was für ein Bild hängen bleibt, wie viel wird berichtet und wie groß ist es dann auch, also wie stark hat man das Gefühl, es gibt hier eine Bedrohung. Also zum Beispiel fand ich, das ist ganz stark aufgefallen, dass die Tagesschau letztens nicht berichtet hat über den Mord an einer Studentin irgendwo in Süddeutschland. Freiburg, genau. Und diese Studentin wird umgebracht und das, also, tragischerweise passiert sowas öfter in Deutschland. Die Tagesschau berichtet da selten drüber, wenn das keine bekannten Persönlichkeiten sind. Die haben da einen Kriterienkatalog. In dem Fall wurde sofort Lügenpresse geschrien und dann wurde auch berichtet im Nachhinein, auch erklärt, warum erst nicht berichtet wurde und so weiter. Und man schafft sich dadurch, dass man so schrecklichen Mordfall im Einzelnen auch ist, aber wenn man über ganz viele schlimme Dinge immer berichtet, dann kriegt man plötzlich ja auch ein diffuses Unwohlsein im Gefühl. Das kann die Berliner hier kennen, das vielleicht jetzt mit der U-Bahn-Berichterstattung, dass man plötzlich das Gefühl hat, die U-Bahnen sind total unsicher. Die werden gar nicht unsicherer, aber wir kriegen jetzt irgendwie ganz viele Artikel darüber zu lesen und es wird präsenter. Und ich hatte, wir kriegen auch Videos dazu zu sehen. Und Videos zu sehen oder irgendwie Sharepics von irgendwie der AfD oder sonst wem gemacht. Und ich glaube, da, auch wenn man die Rolle vom Netz nicht unterschätzen darf, wie das hier gerade gesagt wurde, da muss man sich aber schon angucken, wie oft, also wie beeinflusst das doch tatsächlich eine Stimmung? Und da, das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt messbar, aber wenn ich vor meinem Computer sitze und sehe, da sind, hier ist ein Sharepic von der AfD, wo gehetzt wird, und dann sind da ganz viele Kommentare drunter, die das bestätigen, das macht was mit mir. Und wenn ich aber sehe, da gibt es ganz viel Gegenrede oder Widerspruch oder Community Management, die das regeln, das macht auch wieder was. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da sind viele andere draußen, die sind auch für Menschenrechte. Und wenn dann sowas passiert, wie dass Leute wie in Barcelona auf die Straße gehen und dafür auch wieder einstehen, dann sieht man das wieder und kriegt wieder ein positives Gefühl. Und manchmal reichen dann halt Minderheiten, wie jetzt die Leute in Barcelona, die auf die Straße gegangen sind, oder Leute, die sich im Netz organisieren, um Einspruch einzulegen, wie diese Netzfeuerwehren, um so ein bisschen wieder auszugleichen, dass man wieder ein Gefühl dafür kriegt, es ist gar nicht alles so schlecht. Okay, ich würde, wir überziehen ohne Ende. Ich würde tatsächlich von dir gerne die letzte Frage entgegennehmen aus dem Publikum. Da kommt es schon. Ja, hi. Bene ist mein Name. Ich arbeite hier am Institut. Ich hätte noch eine Frage, die das vielleicht noch mal ein bisschen umkehrt. Und zwar,
Jetzt, wenn man sich quasi den Newsfeed oder den Twitter-Feed von Donald Trump anschaut die letzten Tage, dann spricht er ja eigentlich von Fake News von Institutionen und von Organisationen. Da spricht man ja von Fading New York Times, CNN, Washington Post. Also da ist ja eher die Frage, also auch wenn es dann neu geframed ist, aber was macht eigentlich die traditionellen Medienhäuser, was macht irgendwie traditionelle Meinungsführer wieder relevant? Ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Problem, das wir derzeit haben. Hast du die Frage an die Frage würde ich Person? Dann wohl an Maria richten, ja. Also eine Beobachtung, die, also ich beobachte diese Pressekonferenzen natürlich und so weiter. Was ich mich wirklich frage, ist, warum die amerikanischen Kollegen es eigentlich nicht hinbekommen, eine Form von Collective Action zu organisieren. Also ich glaube, wenn was Ähnliches, was in den Pressekonferenzen im Weißen Haus im Moment los ist, in Deutschland passieren würde, das ist vielleicht, ich hoffe nicht, dass ich eines Tages eines Besseren belehrt werde, aber ich glaube schon, dass wir als Journalisten in Deutschland in der Lage wären, irgendwann zu sagen, entweder wir bleiben diesen Veranstaltungen fern oder als um ein Zeichen zu setzen oder wir gehen dahin und stellen keine Fragen. Also ne, das sozusagen, ich halte es bis so ein Stück weit für einen Fehler, dass die ganzen etablierten Medien in den USA an diesem Schauspiel auch relativ bereitwillig teilnehmen. Also wie all die Jahre zuvor dahin gehen, die Fragen stellen, sich beleidigen lassen. Und im Prinzip ja, was wir sehen, der Effekt ist, dass sie es nicht schaffen, eigentlich diese tatsächlichen Tatsachen so darzustellen, dass das am Ende das ist, was nach draußen rauskommt. Das ist ein Gedanke dazu. Und der andere Gedanke, ich darf vielleicht... Was würde passieren, wenn Sie sich zurückziehen würden? Das wäre die nächste. Was würde denn passieren, wenn Sie sich zurückziehen würden? Das wäre ja auch eine Frage. Ich glaube, dass es wahrscheinlich nichts ist zu sagen, wir gehen da jetzt nicht mehr hin und dann für in alle Ewigkeit nicht mehr. Aber um einmal ein Statement zu setzen und einmal zu sagen... Das, was da passiert, ist nicht in Ordnung. Die Pressefreiheit ist auch in den Vereinigten Staaten ein constitutional Recht und der Präsident unterwandert das sozusagen täglich, sekündlich, ja, und stellt das in Frage. Aber warte, Maria hatte ja noch einen zweiten Punkt. Ja. Genau, und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass man sich seine Arena, dass all diese Medien die Chance haben, eine andere Arena zu eröffnen und ihre eigene Arena ordentlich zu bespielen. Also einfach in ihrer Berichterstattung sehr klar zu sein, was Fact-Checking angeht, sehr klar zu sein, was die Berichterstattung darüber angeht, wie sich dieses Land verändert, was diese Administration wirklich tut, an welcher Stelle Rassismus auf den Straßen eine größere Rolle spielt als vorher und so weiter. Also sozusagen einfach ihren Job so gut wie möglich zu machen und auch so viel wie möglich und auch kreativ zu sein. Das ist das, was wir auch versuchen, kreativ zu sein, dabei die Formate zu entwickeln, die an andere Stellen vielleicht wandern. Also wo wir Fakten verpacken können, vielleicht eben in ein sharebares Video, ja, also nicht die klassische Nachricht, 4 Textabsätze und relativ trocken, sondern vielleicht in ein Social-Video, was die Chance hat, weit sich zu verbreiten, weil es sozusagen sehr visuell auch attraktiv ist, ja, oder in Form von Tweets Geschichten zu erzählen. Ich habe eine ganz tolle auf Twitter eine ganz tolle Dokumentation einer kürzlichen Pressekonferenz von Donald Trump gesehen. Er hat einfach in 25 Tweets dokumentiert, was eigentlich gesagt worden ist. Ja? Also die ganze Polemik zur Seite gekehrt, 25 pointierte Statements, was diese Administration da sagt und was sie vorhat. Ich glaube, dass sozusagen journalistisches Handwerk mit einer ganz ausgeprägten Kreativität und einer Kenntnis darüber, wie digitale Verbreitungskanäle funktionieren, das beste Gegenmittel sind. Damit werden wir nicht alle erreichen, aber vielleicht mehr, als es jetzt im Wahlkampf zumindest der Fall war. Ich würde gerne eine Frage ganz kurz an euch alle vier hier vorne noch geben. Wir sind ja mehrfach jetzt an dem Punkt gewesen, Echoraum, Filterbubble, die Abgehängten, die nicht mehr teilnehmen an dem Dialog, den wir führen. Es gibt ja einen Vorschlag seit einer Weile von Klaus Leggewi und Patricia Nanz, die Konsultative zu etablieren, also etwas, was diese beiden Sozialwissenschaftler als vierte Gewalt bezeichnen, so eine Art Bürgerrat oder Zukunftsforum, was jetzt nicht heißt direkte Demokratie und jetzt wird abgestimmt, ob Kinderschänder zu enthaupten sind oder nicht, sondern tatsächlich ein Diskussionsforum, das Politik berät zu allen Fragen ganz alltäglicher Natur, die so anfallen, was nicht stimmberechtigt ist, was aber gehört werden muss. Und mich würde einfach interessieren, wir reden ja die ganze Zeit über diese
Unüberwindbarkeit zwischen den Lagern, die eigentlich miteinander reden müssten. Mich würde vielleicht bei dir, Christian, angefangen interessieren, ob du was davon hältst oder ob du denkst, das ist Wolkenkuckucksheim. Also darüber könnte man jetzt wirklich ein Symposium arbeiten. Nein. Über die konsultative Demokratie. Was ich davon halte, ich meine, das Problem ist, prinzipiell ist das eine interessante Geschichte, aber wir wissen natürlich, dass in solchen partizipativen Foren auch immer ein ganz spezifisches Klientel, also gute... Okay, der Witz dabei, das habe ich vergessen zu sagen, ist genau, dass dann nicht die engagierten Bürger, die sowieso überall mitschnacken und abends zum digitalen Salon auch noch kommen, sich treffen, sondern dass du aus dem Melderegister rausgelost wirst. Also die Leute kommen ins Gespräch, die genau im Netz und bei der Lektüre ihrer Tageszeitung nicht ins Gespräch kommen. Ja, es ist ein interessanter Mechanismus, um quasi die politische Erfahrungslosigkeit zu durchbrechen an einer Stelle. Also findest du gut. Maria, hältst du das für einen gangbaren Weg? Finde ich genau richtig, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das persönliche Gespräch bewusst herzustellen zwischen Menschen, die aus verschiedenen Milieus, aus verschiedenen kulturellen Sphären kommen, aus verschiedenen, wie man so schön sagt, sozioökonomischen Schichten, also sozusagen da tatsächlich mit einer politischen Intention. Aber das halte ich auch im Alltag, also auch wir als Medienhaus denken gerade viel darüber nach, wie können wir uns auch noch mehr zum Mechanismus machen, also zum Vehikel sozusagen dafür ein Gespräch herzustellen, weil wir haben, das sehen wir auch unter anderem bei uns in den Kommentatoren, Leute aus sehr verschiedenen Ecken dieser Gesellschaft, und können wir nicht noch mehr dafür tun, dass die sich treffen und sich unterhalten und diese Dinge eben nicht über Hate-Speech und Kommentarfunktion und so weiter miteinander austauschen, sondern wirklich im 1-zu-1-Gespräch. Deswegen halte ich das für vielversprechend. Mhm. Stimmt, habe ich so, glaube ich, sogar bei euch heute gesehen. Die Taz macht das ja auch so wie Regionalforen, wo Leute zu einem bestimmten Sachverhalt geladen werden. Dann von euch zwei beiden noch, Charlotte. Ist das denkbar, nochmal die parlamentarische Demokratie zu renovieren, indem man eine vierte Macht, die ja sowieso schon da ist, nämlich die Bürger, nochmal dezidierter reinzuholen, nicht nur alle 4 Jahre beim Wählen? Also das Wording vierte Macht, bei einem Konzept, wo es nur beratend ist, ist die Machtfrage natürlich schwierig. Also wenn es keine, da kann es dann auch schnell dazu kommen, dass so eine Frustration entsteht, wenn man dann nur hinkommt und redet und beraten darf, aber es kein Output hat. Also da müsste sich das, glaube ich, gut überlegen, wie man den Leuten, die da dann teilnehmen, auch das ernsthaft ihre Zeit wertschätzt. Sonst ist es nämlich ein Labergremium. Mhm. Auf der anderen Seite, was um das anzuschließen, was Maria gesagt hat, in Sozialwissenschaften nennt man das Kontakthypothese. Je mehr ich mit einer Person in Kontakt stehe, desto sympathischer kann sie mir werden. Ich kann dadurch Vorurteile abbauen. Und das sieht man auch in vielen Reportagen. Jemand, der noch nie einen Ausländer kennengelernt hat in seinem Dorf, trifft das erste Mal Geflüchtete und merkt plötzlich, die sind ja irgendwie auch ganz nett. Und das diese Kontakthypothese, dieses Miteinanderreden, das macht eine Demokratie auch stark. In dem Sinne fände ich das gut, aber also ich müsste mir das jetzt auch mal genauer angucken, bevor ich jetzt ein abschließendes Urteil geben könnte. Ralf. Also mich spricht das ehrlich gesagt überhaupt nicht an. Ich glaube, dass die dritte und die vierte Gewalt, also wenn man jetzt mal Parlament und Medien nimmt, ein gleiches Interesse haben, möglichst viele Wähler respektive möglichst viele Leser zu haben, und dass die selber einfach ein bisschen besser und kreativer dabei sein sollten, zu versuchen, mit all diesen unterschiedlichen Bürgern in Kontakt zu kommen, sich da selber keine Tabus aufzuerlegen und keine für doof oder uninformiert zu beschimpfen, die anderer Meinung sind. Und das können aber diese Institutionen, die wir haben, auch einfach mal selber versuchen und sich zu erneuern, warum wir jetzt noch eine vierte, die in Wahrheit dann eine fünfte wäre, noch extra dazu brauchen und die dann auch noch irgendwie hätscheln müssen, damit sie sich auch wertgeschätzt fühlen, will mir überhaupt nicht in den Kopf. Na, dann danke ich da nochmal für den Kontrapunkt am Ende und euch allen fürs Mitdiskutieren und fürs aufmerksame Zuhören. Ihr könnt das alles auch nochmal nachhören, wobei ich die lange Version dann in den Podcast schieben werde, denn die Sendezeit, die ich im Hörsaal habe, beträgt 55 Minuten, da waren wir wesentlich drüber. Diese Diskussion hier gibt es am 19. März im Hörsaal, danach dann wie gesagt auch zum Download, auch nochmal mit allen Verästelungen, die wir heute Abend so gefahren haben, und am 9.
21. März sehen wir uns hier wieder. Und zwar dann, ganz anderes Thema, ganz anderer Titel, Million Bitcoin Baby ist dann die Überschrift. Und bis dahin werde ich bestimmt begriffen haben, was Blockchain ist. So, macht's gut. Schönen Abend.